Evde. Abi dur. Eve nasıl girdiniz? Efendim? Eve nasıl girdiniz? Camdan girdik, camdan girdik. Camdan girdik, baktık camlar burada. Dedik çok güzel bir koku geliyor. Acaba dedik Zübeyde burada mı? Saklambaç oynuyorduk ya biz seninle. Hmm. Evet. Ben seni yakaladım. Ayağımı da mı sürdün? Ben tutuyorum. Ben tutuyorum ayağını. Ayağına biz mi su döktük? Evet biz su döktük ayağına. Biraz ıslandı mı? Özür dilerim. Fark etmemişiz. Dur tatlım dur. Kurtul. Neredeyse bitti. Tamam. Zübeyde sen çok güzel bir kızmışsın ya. Şu eldiveni atıyorum. Dikkat edin bu. Tamam. Tamam. Ama kardeşim benim. Ölebilir. Nerede o? O şurada benim yanımda yatar. Tamam, tamam ona da bakacağız. Seni çıkaralım ona da bakacağım sonra tamam mı? Kardeşim en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Zübeyde. Zübeyde Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? Einen guten Abend, Freunde. Ich habe bewusst diesen Einstieg genommen, weil ich nochmal daran erinnern wollte, dass das schlimme Erdbeben heute Nacht passiert ist, vor einem Jahr. Ich habe bewusst das, weil das war eigentlich das schlimmste Video, was ich gesehen habe. Im weiteren Verlauf sagt das Kind noch, weil die Helfer fragen, was ist mit deinem Bruder? Also, wann hast du zuletzt mit ihm gesprochen? Sagt das Mädchen, die 5 Jahre alt ist. Er tut gerade so, als würde er schlafen. Und ja, vergesst das nicht. Versucht Leuten in eurem Umfeld zu helfen. Ja, ihr könnt das betiteln, wie ihr wollt. Ich finde es lustig, wenn dann Leute sagen, ich würde irgendwie Propaganda oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles dafür tue. Dass wir, egal woran wir glauben, was oder welche Partei wir unterstützen oder nicht unterstützen, dass wir alle immer einfach uns zusammen nur für Gala tun. Aber ich finde halt, das hat keine Farbe oder auch keine Politik oder keine Meinung. Das ist einfach, ich finde, Marcel Reif hat was richtig Gutes gesagt in einem anderen Kontext. Im Bundestag vor einigen Tagen, sei ein Mensch, seid einfach ein Mensch. Und herzlich willkommen natürlich. Ich wollte nicht so aber das musst du jetzt machen, müssen wir jetzt einfach machen. Tut mir leid. Ich gedenke der ganzen Leute, die auch den Hinterbliebenen. Nichts kann das ersetzen, Freunde. Deswegen habt eure Lieben lieb, genießt die Zeit, küsstlük olmasın und ja, üç günlük dünya birbirimizi kırmayalım. Aber Freunde, wir reden natürlich über Gala. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Mustafa von MDES-TV. Erstmal, also auch herzlich willkommen euch an Ur und Onur, aber Artık, sie sind ja eine Familie, dann ja nee, ich brauche dir nicht begrüßen. Ich sage ja auch nicht zu meiner Frau, guten Tag, dass du heute morgen aufgewacht bist. Also muss ich ja auch nicht zu Ur und Onur sagen, also. Nicht, dass das deine Frau hört. Ja, die guckt nur wenn Dings Primetime. Auf jeden Fall, ich habe auch noch den Jagon gefragt und den Can, aber ich glaube, das war zu spontan. Mustafa natürlich heute deswegen auch eingeladen. Er sagt dann, Mustafa, der Daten gehört auch ihm. Also jeder, der uns ein bisschen länger verfolgt, weiß, wie wir und Mustafa zueinander stehen und auch Can. Als wir vor einem Jahr, wo uns 10 Zuschauer angeschaut haben, hatten wir mal so eine kleine Crew hier gemacht mit Ur und Mustafa, Can, Jagon. Also daher diese Freundschaft so und die ist bis heute geblieben und wird auch weiterhin so bleiben und wundert euch nicht, wenn ihr uns gegenseitig in irgendwelchen Videos seht. Begrüße dich ganz herzlich, Mustafa, ein Jahr später mit auch bei dir vielen, vielen neuen Followern, vielen neuen Videos, vielen coolen Sachen. Weiter. Kardeşim benim, çok mutlu oldum, dass du kurzfristig zusagen konntest. Dankeschön auf jeden Fall für die Einladung und witzig, dass wir uns wieder zu einer Transferzeit wieder begegnen. Live. Übe habe seni de hani eğer tabii ki şey yaparsan minnet mandas. Canlı yayına katılmak istiyorsan Eyüp abi sana tabii. İstiyorsan değil. Şey yani şey görürse onu da burada Gala Channel Meets adlı şeyde ağırlamak isteriz. Daha Eyüp abiden işte davetiye daha yollayamadım. Allah'ın izniyle o da. Zaten Eyüp abi arkadaşları da anlatıyorum. Bu kanala ve bana destek çıkan İlk işi Türkiye'deki ilk muhabir, ilk futbol adamı.
da Onikitane verlan, mir sind die Worte im Mund, Leute. Das kenn ich. Zaman, Eyüp abi ilk sahip çıkanlardan bir tanesi. Adam gibi adamdır her türlü onun için. Bende yer her zaman farklıdır Eyüp abi. Dolayısıyla çok sağ ol. Elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz Mustafa. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Eyüp abi, wenn schreibt, wollte ich ihm nur kurz... Ja, klar. Alles gut. Ich habe eigentlich gar nicht angefangen zu sprechen. Also ich wollte erstmal Danke sagen, dass du, dass ich dabei bin. Ich hätte jetzt nicht so einen emotionalen Einstieg erwartet. Ich weiß auch gar nicht, also was ich dazu sagen soll. Du hast eigentlich alles sehr schön erläutert. Und ja, ich glaube, wir fangen ja auch jetzt nicht direkt mit dem Transfer an. Ne? Also, nee, ja, weißt du, was ich meine. Wir wollen ja, dass die Leute so, weißt du, einen auf... wenn wir so und so viele Likes kriegen, nein. Aber der Mustafa war der Erste, der den Angelino-Transfer wusste. Also Problem ist halt, weil wir halt so klein sind, so eine kleine Bubble ist, wird das nicht beachtet. Aber er war der Erste. Er hat mit dem, mit wem hast du geschrieben gehabt? Mit dem Funktionär? Ja, den Namen musst du jetzt nicht sagen. Aber ja. einem sehr nahen Funktionär. Genau. Das genau. ist wie, als wir mit Janet Inja telefoniert haben, von Gala. So. Also sehr, sehr, so aus erster Hand die Info gehabt. Evet, abi zaten. Onu söyledik. Evet, Jungs, dann sage ich mal auch an die anderen wunderschönen guten Abend. Jungs, ich freue mich wieder. Çok sağ ol abi, çok sağ ol. Bizi onurlandırırsın. Ben sana yazacağım abi. Sen ne zaman müsaitsen biz ona göre kendimizi ayarlarız. Evet, Freunde, Uğurcuğum, Onurcuğum. Mit zwei wunderschönen Trikots. Zwei wunderschöne Männer. Die Inkarnation von Männlichkeit. Also mich hast du gerade kalt erwischt. Sorry, dass ich gerade so sprachlos bin. Ich habe, also Ümit ist auch so cool, ein sehr cooler Regisseur, der seinem Personal nicht sagt, was für eine Einschränkung er macht. Weil das soll ja, weil bei uns gibt es ja nichts, also wirklich, bei uns gibt es nichts gescriptet, weil ich selbst weiß ja nicht, was wir machen. Also, ja, nee. Das wird im Sommer, wenn alles gut geht, wird das alles ein bisschen planvoller, aber das ist halt so authentisch sind wir halt auch. Also das Ding ist ja, es ist ja aus der Nähe da, wo ich herkomme und ich habe da auch Verwandte und so weiter, deswegen, das hat mich ein bisschen kalt erwischt, deswegen sorry für die Ruhe. Ihr wisst ja, aus so einer Labertasche ich bin, aber es ist nichts Persönliches. War krass. Ich will auch nicht weiter die Stimmung runterziehen, aber ich finde es hat mich richtig kalt erwischt. Deswegen macht erstmal weiter. Okay, ja, hallo. Ich hab's auch noch eine Minute, bevor du reinkommst, erfahren. Aber dass das so, Abi, das Video war schon krass. Also Mustafa Ndadiye, man kann nicht noch mehr dazu sagen, als Ümit da schon gut zusammengefasst hat. Aber es war wichtig, dass wir den Stream heute genau so anfangen, um nochmal ein Zeichen zu setzen. Nein, es ist nichts vergessen. Und es wird auch nicht vergessen. Das kannst du einfach nicht vergessen, aber denke, çok şey söylenebilecek çok şey var ama dememek daha iyi oluyor bazen. Ağır sözler olabiliyor çünkü bazen. Ja, Freunde, auf und wir richten uns weiter. Ja, Mustafa, also wir reden natürlich gleich über Transfers. Mustafa ist für all diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht verfolgen, vor allen Dingen mit Stadionblogs unterwegs, erste Liga, zweite Liga, ich weiß gar nicht, auch dritte Liga teilweise. Auch, vielleicht auch vierte Liga auch. Auch alle Spiele, die so brisant haben, alle Derbys Mustafa, als Junge. Ja, Mustafa. Wir müssten eigentlich eine andere Krankheit haben. Das war keine Anspielung auf Bielefeld. Also, hoffe ich nur, ja. Und das, er hat wirklich, also. Wir waren ja auch bei dem Derby Night und hoffentlich, wenn wir eine Sommerparty machen, wird Mustafa natürlich auch wieder dabei sein. Der hat ja ein krankes Video geschnitten. Ich weiß, ich habe mir jetzt zuletzt geguckt, wie viel Aufrufe das Video hat. Aber der Junge hat einfach so einen kranken Content. Also da müsste halt auch schon viel größer sein. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig in der Szene generell, so was wir machen und was Mustafa macht. So. Aber wir wachsen stetig, konstant, glaube ich, Mustafa. Und das ist am wichtigsten.
Hoschgeldin, du warst ja auch bei EÜB-Abi heute als Korrespondent eingeladen, um über den Transfer zu reden. Aber generell, vielleicht kannst du mal erzählen, so wie die letzten Wochen, Monate für dich waren, seitdem wir uns, also wir haben uns schon, wir schreiben uns fast täglich, seit dem letzten Mal, dass du hier warst, so mit dem Kanal, was du alles gemacht hast und damit man mal wieder, so, ich glaube, du bist auch gut gewachsen, glaube ich, auf YouTube bist du jetzt, glaube ich, 3,5 habe ich, glaube ich, zuletzt mitbekommen oder so? Ja, also über 3,5 schon. Ja, das ist jetzt schwierig, weil da ist eigentlich sehr viel passiert, das jetzt alles so schnell zusammenzufassen. Wo sind die Pyros? Wo sind die Pyros? Ey, mein neuer... Der neue Spruch ist irgendwo, wo sind die Tennisbälle, weil jetzt seit kurzem immer Tennisbälle in den deutschen Stadien geworfen werden. Ja, was habe ich so gemacht? Ich war ja bei Galatasaray Fenerbahce vor einem Jahr und Galatasaray Manchester United war ich, da waren wir auch sogar auch live bei deinem Kanal. Und ja, es hat sich so ein bisschen kristallisiert, dass ich sehr oft in Hannover zu Besuch bin im Stadion und auch in Magdeburg. Und ich versuche, so viele deutsche Stadien wie möglich zu besuchen, weil mich einfach so interessiert, so wie die Fanszenen sind. Es sind alle Fanszenen sind nicht gleich, ist verschieden. Es gibt auch sehr viele Unterschiede, wenn man das zum Beispiel mit der türkischen Fanszene vergleicht. Und also der Content, ich bin manchmal selber überrascht, weil die Leute gucken sich das tatsächlich an. Und zum Beispiel jemand hat ja geschrieben, wo sind die Pyros? Ich sehe das Schnees. Also die Leute, zum Beispiel Hannover gegen Hertha BSC, ich wurde da kontrolliert und dann sagt der Ordner zu mir, wo sind die Pyros? Ach, der kannte dich? Ja. Also das, und in Magdeburg zum Beispiel, kam jemand, wollte, dass ich seinen Bierbecher unterschreibe. So, das sind so Sachen, an die ich mich noch nicht so gewöhnt habe, aber natürlich, das freut mich. Ich verdiene ja kein Geld mit YouTube, auch bewusst nicht. Ich möchte das erst später machen, aber für mich ist das sozusagen mein Gehalt, weil ich voll viel Liebe einfach so von den Leuten kriege. Das ist für mich so das Größte, was ich kriegen konnte. Wohlverdient, muss man sagen, ne? Wohlverdient. Also die Qualität ist einfach ein Weggefährte, auch Jan, Jan macht ja eigentlich 100% TikTok und Jagon, der macht eigentlich auch mehr so Podcast-mäßig, aber alles so die Jungs. Also wenn wir mal in 5 Jahren alle reich und berühmt sind, dann kennen wir uns alle schon vorher. Also die Backstreet Boys. Ja, Backstreet Boys, aber das ist so, also es ist sehr, sehr schwer, wenn man sowas macht, Leute zu treffen, denen man vertraut, so mit denen man in Kontakt steht und sowas und dass man sich gegenseitig hilft oder gehen einfach so, ne, wenn ich ihn heute schreibe, hast du Lust und er ja sagt, ne, obwohl ich ihm bei einer anderen Sache 3 Wochen nicht geantwortet habe, aber weil er weiß, ich habe das ziemlich mit Absicht gemacht, weil ich voll verpeilt bin. So Dinge so, ne? Man schätzt sich einfach und Mustafa Gertschen, Chuk Ibi Instan, ich halb Ibi Instan. Ich glaube, das sieht man auch an seinem Lächeln und an seinem Gesicht einfach. Das kann ich natürlich nur zurückgeben an euch. Ja, Onur Uğur, euer Präsident, unser Präsident, Dursun Aydın Özbek. Wir gehen heute erstmal die Reportage von Dursun Özbek kurz durch und dann kommen wir zu den Transfers. Keine Sorge, der Mustafa wird euch da zu dem Spieler einiges erzählen. Onur, warte mal, ich kann das ja mit einblenden. Onur, dein heißgeliebter Präsident, von dem du ein Poster zu Hause über deinem Bett hängen hast. Zwei. Eins nackt, eins angezogen. hat ein paar Dinge heute rausgehauen. Er hat, also ich nehme mal so die Schlagzeilen quasi aus dieser Reportage raus. Dursun Özbek, weder PKK noch FETÖ konnten die Türkei spalten. Mit anderen Worten, niemand konnte es. Wird versucht, die Türkei mit einem neuen Projekt zu spalten? Ist Ali Koç ein Projekt zur Teilung der Türkei? Dursun Özbek weiter, kein Meister zu werden, verursacht augenscheinlich ein Trauma, das kann ich wirklich bestätigen bei den Fener-Fans oder schaut mal bei euch im Umfeld bei den Fener-Freunden. Dursun Özbek weiter, der Präsident des genannten Vereins, er hat auch zum ersten Mal wohlwollend und absichtlich nicht den Namen von Ali Koç in den Mund genommen, sondern immer quasi ihn umschrieben. Der Präsident des genannten Vereins ist ständig am Weinen, stimmt auch, und das ist das Geilste, Ali Koç ist ein pathologischer Fall. Also er sagt, wenn er jetzt kein FETÖ-Mitglied ist, wenn er keiner terroristischen Organisation angehört, wenn er kein Projekt ist,
dann musst du einen Dachschaden haben, auf gut Deutsch gesagt. Oder hat er gesagt, ne? Und sollte sich mal untersuchen lassen. Ja, ich fand die Art und Weise, wie er es gesagt hat, auch über eine Reportage wirklich gut. Die einzige Antwort von Ali Koç kam natürlich, ich der Bilmemne, komm raus, auf Deutsch, komm raus, wir prügeln uns. Ja, wie seht ihr das? Also die Intensität finde ich krass. Der hat mal richtig ausgeholt. Das muss auch richtig verstanden gedeutet werden, ne, was er gesagt hat, weil ich habe hier natürlich dann auch die Reaktion der Fanart-Menschen reingezogen, was Ali Koç wieder gemacht hat, habe ich mir reingezogen. Und es wird natürlich wieder komplett verzerrt aufgenommen. Es wird sogar gesagt, Dursun Özbek, entschuldige dich bei Ali Koç, weil der ja so ein gut erzogener Mensch ist. Er hat in keinster Weise gesagt, Sam Fethullahcan, Sam Pekcan, sondern es geht einfach nur darum, wenn du nicht so ein Projekt bist, also wenn du nicht dafür bereit, also du wurdest nicht dafür vorbereitet, so etwas zu tun, dass du einfach das Land spaltest, indem du sagst, wenn ihr Schiedsrichter seht, fotografiert sie, verfolgt sie, verprügelt sie. Wenn du sagst, wenn ich jemanden bei der TFF, wenn ihr irgendwann mitbekommt, dass jemand geklatscht wurde, dann wundert euch nicht. Wenn du aufs Spielfeld gehst als Präsident, also jetzt nicht Ali Koç, als Präsident aufs Spielfeld gehst und einen Schiedsrichter verprügelst und dann zu ihm nach Hause gegangen wird, aber noch vorher gesagt wird, wir sollten auch vielleicht zu dem Präsidenten, der den Schiedsrichter geschlagen hat, ihn im Gefängnis besuchen, wo dann Dursun Özbek sagt, seid ihr komplett bescheuert oder was, geht zum Schiedsrichter. So ein Mensch. Ramazan Alafyuk, weiter. So, und es geht einfach darum, ich verstehe nicht, also dieses Verzerrte ist eine Sache, was ich auch nicht verstehe ist, du hast wochenlang, monatelang provoziert. Du hast dein monatliches Fenerbahçe Generalkurul-Dings-Versammlung und jedes Mal und jeden Monat hast du auf Gala eingehackt, hast du Gala als Zielscheibe hingestellt, hast du sie provoziert. Und wenn man einmal darauf antwortet, ist das, ja, so läuft das nicht. Komm, lass uns im Fernsehen duellieren. So, das ist so ganz grob zusammengefasst. Meine persönliche Meinung. Ich habe eine komplizierte Beziehung zu Dursun Özbek. Mein Herz ist gebrochen. Also das Statement kommt für mich zu spät. Das Statement kommt für mich, kann sein, es ist geil. Also hätte Dursun Özbek vor einem Monat diese Sachen nicht gemacht, würde ich sagen, was kann er mit ihm? So stimuliert er mich nicht. Also er hat mein Herz gebrochen. Und das muss er, ich meine, das ist ihm scheißegal, ist auch vielen anderen scheißegal, dass er mein Herz gebrochen hat, aber ich traue ihm nicht mehr. Deswegen ist das schön, ist das toll, dass er ein bisschen Gala-Präsident gespielt hat, aber er hat auch in dem Interview gesagt, zwecks den Transfers, hat er ja gesagt, ich habe niemals gesagt, wir holen nur Leihspieler. Ich habe nur gesagt, wir sollten Leihspieler holen, aber wenn es einen gibt mit Ablösesumme, dann bin ich doch da nicht abgeneigt, kommt aber zu spät, deswegen nö. Finde ich toll, aber nö. Herr Hoschkit? Der Sinan, warte, ich will dem Hoschkit das Wort mit Sinans Kommentar übergeben. Bitteschön. Sehr gut zusammengefasst eigentlich. Einmal von Onur und auch nochmal von Sinan. War schon echt hart. Für meinen Geschmack vielleicht auch ein bisschen too much, wenn man ja doch die Schiene fahren könnte, zu sagen, ey, der Club von der anderen Istanbul-Seite interessiert mich einfach schlichtweg nicht. Weil man reagiert ohnehin ja auf die Einladung von Ali Koç nicht, wo er sagt, so, ja komm, lass treffen im Fernsehen, nimm noch jemanden mit und so. Wenn man darauf schon nicht reagiert, hätte man vielleicht gar nicht so sehr auf das Thema eingehen müssen. Ich finde das schon richtig, dass er es erwähnt hat. Von wegen so Medan Boşvulma. Aber weiß nicht, ob es in dem Ausmaß sein musste. Aber es hat offensichtlich ganz viele Fans schon ein wenig geärgert. Auch, ja, fand ich auch gut. Ono sagt auch, okay, du hast zwar viel Scheiße gebaut, damit kannst du gerade aber auch nicht viel retten. Das ist sowieso dein Job, uns zu verteidigen oder den Club zu verteidigen. Aber insgesamt ist der Zug bei ihm abgefahren, schlichtweg. Mustafa, ich weiß, du willst diese Thematik gar nicht, deswegen mich ich ja gar nicht. Also wenn du was dazu sagen möchtest, kannst du es gerne machen, aber ich weiß, dass das nicht so dein, du bist mehr so der auf dem, ich bleib auf dem Spielfeld-Typ. Ich kann gerne sagen, warum ich nichts sage. Ich habe vor ein paar Wochen das Ur schon erzählt.
ich habe eigentlich so eine Blaupause gemacht für den türkischen Super League, weil vor ein paar Wochen waren wir alle Brüder und Schwestern, weil in Saudi-Arabien etwas passiert ist. Und ein paar Wochen davor wurde Icardi geboxt und dann haben wir uns alle gegenseitig gehasst. Und jetzt betteln sie sich wieder gegenseitig und Ali Koç hat das fünfte Mal ihn eingeladen zu einer TV-Show. Also ich versuche nicht mehr so aktiv zu verfolgen, was wer sagt, weil im Endeffekt das stresst einen einfach nur so. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, was Dursun Özbek alles geantwortet hat. Ich weiß auch nicht, was Ali Koç alles gesagt hat. Und ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied, weil in einem Monat wird bestimmt wieder irgendetwas sein. Also das nur zur Begründung. Ich bin Galatasaray-Fan durch und durch. Aber seitdem ich mich mehr mit Galatasaray beschäftige, habe ich gesehen, dass das wirklich meine Gesundheit schadet. Deswegen versuche ich da ein bisschen Abstand zu halten. Also was Mustafa sagt, stimmt ja, ne? Also der türkische Fußball ist gar nicht gut vor eher Gemüt, weil es gibt keine Fairness, die Schiedsrichter haben keine rote Linie, wir haben ein halbautomatisches Wahlsystem, haben aber nur das halbe Paket gekauft, was eigentlich total sinnlos ist, weil du immer noch den Hauptfaktor mit der Hand manuell legst. Deniz Erbaş ist natürlich, so wie ich aus dieser Frage lese, ein Fenerbahçe-Freund, was auch völlig okay ist. Ali Koç kann auch Dursun Özbek zum 34. Mal einladen. Punkt 1 ist, hat Fenerbahçe nicht selbst vor 3 Wochen gesagt, vor dem Supercup-Finale in Saudi-Arabien, was Ali Koç initiiert hat und dann 2 Tage vorher wieder abgesagt hat, gesagt, wir setzen uns mit Gala nicht an einen Tisch. Es ist auch hier über die sprachlichen angeblich Defizite von Dursun Özbek herzuziehen. Also die Wortwahl, die Ali Koç verwendet, die kann, ich will jetzt nicht, die kann jeder 13-, 14-Jährige bringen, ne? Weil das sind ja wirklich, ist eine Wortwahl, wo Ali Koç öffentlich einfach Dinge raushaut, die unter die Gürtellinie gehen. Das, was Dursun Özbek macht im Umkehrschluss, ist ja mit einer eher eloquenteren Wortwahl zu sagen, mein Freund, wir tanzen auf ganz anderen Hochzeiten. Und bis ich mich mit dir an einen Tisch setze, kann zwar einer der reichsten Kinder, einer der reichsten Familien entstammen, aber da musst du noch sehr, sehr viel auf gut türkisch Frühstück Mac essen, bis du mit mir dich an einen Tisch setzen kannst. Also, das ist lächerlich. So, was soll man dann diskutieren? Ali Koç sagt 5 Meisterschaften. Also, das finde ich halt wieder. Und also, das ist einfach total, total, total nichtig. Also. Aber ich sehe schon, Onur möchte dazu auch was sagen. Ich habe noch 2 kurze Sachen, die ich hinzufügen möchte. Also erstmal das, was du gerade angesprochen hast, die Art und Weise, wie kommuniziert wird und wie man sich artikuliert. Der eine versucht es so, hey, ich bin von der Hood, versteht mich Leute, will Leute mobilisieren. Und der andere, wie du schon sagtest, eloquenter, in der Wortwahl komplett anders, nicht provokativ. Also die sind provokativ, ne? Er stichelt schon, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also es haben wir aber Adam Sadimüki ist ja ein Fetum. Dazu, wenn du kein Fetum, also wenn du nicht einer terroristischen Organisation angehörst, warum versuchst du systematisch seit 6 Jahren alle 3 Wochen Gala und Fener-Fans gegeneinander aufzusticheln? Es ist ja offenkundig, Fener macht gefühlt durchschnittlich 5 Pressemitteilungen in der Woche, Gala 0 oder 0,2. Welche Seite provoziert jetzt? Und genau darauf möchte ich halt hinaus. Dursun Özbek sagt nicht Sachen einfach so. So, Sam, Fetun im Projekt. Vor allem, wie gesagt, es geht nur um den Zusammenhang. Sam, du willst, dass die Leute aggressiv werden und auf die Straßen gehen. Das meint er mit Projekt. Das zweite ist, Selim Soydan, die ehemalige rechte Hand von Aziz Yıldırım, der war auch bei der TFF, das ist ein Fanatyp durch und durch, hat selbst über Ali Koç damals schon gesagt, bu Ali Koç FETÖ'nün projesi mi? Veya direkt söyledi, FETÖ'nün projesi. So, Dursun Özbek ist ein Spinner. Also gehen wir mal davon aus, er ist ein Spinner. Was hat Selim Soydan dann so? Wieso jagt er Ali Koç einmal schön in den Scheiterhaufen, wenn das gelogen ist? Also Dursun Özbek ist doch nicht so blöd, dass er irgendwas behauptet, was er nicht auch beweisen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist so, aber nein, dafür ist er viel zu schlau. Er hat ja auch seine Argumente, dies zu tun. Das sind halt diese zwei Kerndinger. Aber ganz prinzipiell bin ich wieder bei Mustafa. Er macht alles richtig, indem er einfach von diesem Schwachsinn wegbleibt, weil ich bam bıktım. Also ich
bin durch. Wie gesagt, dadurch dieses ständige Verarschen. Und im Mai geht immer alles wieder von vorne los. Ab August auch nochmal. Und deswegen versuche ich auch immer auf dem Platz zu bleiben. Es gelingt mir nicht, weil, wie gesagt, das zieht immer trotzdem hin. Das ist halt wie so ein Kind, was du nicht das kannst du einfach nicht im Regen stehen lassen. Und wer es schafft, Respekt. Ich schaff's noch nicht. Aber es geht echt in die Richtung, weil ich habe es satt, was diese nichtswissenden Leute da veranstalten. Das hundertprozentig, aber Ur, da möchte ich dir das einmal kurz fragen, dich einmal fragen. Bei uns im Vorstand, also in der Mitgliederversammlung, ist das nicht gut gesehen, wenn man viele Mitteilungen macht, wenn man sich öffentlich mit der Regierung anlegt, wenn man so eine Wortwahl wählt wie Ali Koç. Ich glaube halt, dass warum wir zögern und warum Dursun Özbek zögert, ja, ist einfach der Grund, er denkt halt an die eigenen Mitglieder. So, wir haben halt keinen Mitgliederstab, wo alle einfach die ganze Zeit rufen, Dursun Özbek, du bist der Größte, verlass uns nicht, da könnte er noch 6 Meisterschaften holen. Du musst dich ja vor unseren Mitgliedern immer erklären. Und deswegen glaube ich halt, dass wir immer so zögerlich sind, egal welcher Präsident kommt. Ünal Aysal hat auch den harten Weg gewählt. Der war auch nicht lange da. Um das vielleicht abzuschließen und dann vielleicht auch auf das Sportliche zu gehen. Vielleicht deine abschließende Meinung dazu. Auch mit Ali Koç Einladung. Ja, Einladung und Müll. Scheiß mal Serkan, Einladung. Genau, danke Serkan. Also Mustafa, Serkan ist unser stiller Teilhaber. Er hat, glaube ich, seitdem wir dieses Mitgliedersystem freigeschaltet haben, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder wir jetzt haben. Er hat alle Follower einfach schon mit Mitgliedschaften bestückt. Bei uns ist, dank Serkan kostet das nichts. Also ihn kostet das was, aber... Und er hat 54% aller geschäftlichen Anteile. Und der, also wenn wir jetzt was machen wollen, müssen wir ihn vorher fragen. Okay, wir haben 207 Mitglieder. Aber ich müsste mal, also das ist, mir wird gerade die Summe angezeigt für 207 Mitglieder, was wir kriegen. Ich müsste mal den Dings fragen, Serkan, wie viel er bis jetzt ausgegeben hat, weil das ist schon echt erbärmlich, was hier steht. 207 Mitglieder. Das ist krass. Und sag mir, also das sind 210% Serkan. Ja, ja, 80% sind das Serkan. Jungs, guck mal, ich schätze. Bitte, das heißt, es gibt ja Mitglieder, die jetzt rausgeflogen sind, die jetzt ein Monatsmitgliedschaften hatten von Serkan. Ja, na, ondan önce daha da fazlaydı. Serkan acayip destekçi. Danke dir auf jeden Fall, Serkan. Ja, das ist erbärmlich. Ja. Nein, nicht Ali Koç. Sowas haben wir hier nicht. Er ist wie Dings, Dienstag, Dienstag. Der kommt doch auch alle 3 Tage um 8 Sponsoren. Ja. Ja, stimmt. Ja, ja, Dienstag passt perfekt. Also, Gelio, Leute, ich habe 15.000 gespendet. Ne? Hier, mach mal eine Pressemitteilung. Ich habe davon nichts gehört, aber wenn du das sagst, ich vertraue dir. Also ich hab's gehört. Ich habe sogar eine Quelle, die ich nicht verraten möchte, weil die würde... Ach, das ist wirklich? Ich dachte, der macht Dings. Nicht nur er, also ich habe es auch gehört. Die Quelle, von der ich es weiß, ist mit mir verwandt. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber ich habe es genau in dem Kontext auch schon gehört und das ist so ein, in dem Milieu ist das seit Jahren ein offenes Geheimnis. Roland, diese reichen Alia, ich der Parabel der Webs Asyl. So, aber das Ding ist, interessiert mich ein Scheiß, wer privat sich wo was reinsteckt. Das ist seine Neigung, das ist sein Dings, das ist also. Ich würde jetzt was sagen, aber sage ich nicht. Das schreibe ich nur kurz privat, damit das alle sehen. Also meine Freunde sehen. Auf jeden Fall. Dann lass uns mal auf das Sportliche langsam kommen. Und Serkan Kesenebek, jetzt wirklich Dankeschön. Du kriegst von uns noch was. Ich habe jetzt, hat eine Kleinigkeit. Ich packe auch noch was dazu. Und dann bekommst du. Nein, ich warte eigentlich auf die Bestellung und dann mache ich mein Paket in Richtung Serkan fertig. Alter, erklärt das eigentlich, was angeht? Schockbilder. Nein. Mustafa, Gala, also es gibt einige Transfer-News, Freunde, vielleicht können wir da einmal aufmachen. Also Hakim Ziyech, Freunde, hat sich beim Afrika-Cup verletzt. Er fällt wahrscheinlich laut Kaya Temel 3 bis 4 Wochen aus, also kann gar nicht trainieren. Ich kann ja noch mal hier auf Kaya Temel. Oh, ich glaube ihm das nicht. Ich glaube ihm nicht, dass er jetzt erst verletzt ist. Ich weiß, dass er verletzt ist, aber nicht jetzt. Aber das ist doch nicht normal, dass ein Spieler durchgehend verletzt ist, Baba. Aber diese Verletzung jetzt, das ist eine kranke Verletzung. Also der hat da irgendwie Dings. Das Video gibt es auch, kann ich jetzt nicht zeigen.
Das ist schon, das ist heftig. Also 3 bis 4 Wochen. Ich habe es mal übersetzt. Warte, ich kann dir auch sagen, genau, was er hat. Ich weiß, was du meinst. Das ist da, achso. Da steckt was anderes. Nein, nein, aber er hat nicht beim Turnier verletzt. Er ist chronisch am Arsch, der Typ. Ach so, meinst du. Der Grund, warum er vorher zum Beispiel nicht zu Paris, oder wo wollte er hin? Paris mit Arabladalmada hat er. Arabladalmada. Nein, aber das ist, wir haben Busak hat das, der hat sich beim Afrika Cup, ist der umgeknickt. Warum sage ich das mit dem Transfer? Sag ruhig Ur. Nee, ich meine, also ich bin voll bei Ur, also weg mit dem, weil kein Bock mehr, die 697. Verletzung in, das heißt ich, in 2 Monaten. Voll, also jetzt seine letzte Verletzung kann er nichts für, aber nö, echt, also Bock nicht mehr. Ich kann den Namen gar nicht mehr lesen. Hab den Faden nicht. Ha, warum habe ich das gesagt? Geplant war, laut Kaya Temel, wenn wir keinen ausländischen Mittelfeldspieler kriegen, dann holen wir einen ausländischen Linksverteidiger und da ist auf der ersten Position auf der Liste ist was, Derek Köhn. Oder Derek ist er, weiß ich jetzt nicht. Der Mustafa sagen, wie man das ausspricht. Mustafa, Derek, der Derek. Buddy. Derek. Derek, okay. Genau. Und der Junge hat echt so krass. Also, Derek. Der hat so krasse Verbindung, ne? Und danach, auf jeden Fall, dann habe ich was gelesen, dass höchstwahrscheinlich die Lizenz von Ziyech eingefroren werden könnte, weil das dauert 4 Wochen, bis die Verletzung auskuriert ist und dann fängt das Aufbautraining an. Das heißt, bis der wieder spielen kann, werden 8 Wochen vergehen und selbst dann weißt du nicht, ob der wieder fit ist oder nicht. Ist der Gedanke, 2 ausländische Spieler zu holen. Aber ich sage erstmal kurz meine Meinung dazu und dann gebe ich Mustafa das Wort und er kann uns erzählen ein bisschen was über den Spieler, weil er ihn schon oft live gesehen hat. Ich habe einige Videos von Mustafas Stadionblogs gepostet. Das ist genau die Art von Transfer, die ich haben wollte. Also wirklich so No-Name-mäßig, so jetzt kein 18-jähriger Scout, sondern wirklich ein gestandener Fußballprofi. Kein Star oder sowas, aber trotzdem wirklich mit Skills, die uns helfen könnten. Aber ich glaube, genau das kann uns der Mustafa da erzählen. Ja, ich wollte eigentlich eine coole Überleitung machen. Aber mach. Jetzt nicht. Okay, wer hat heute Geburtstag? Ah, sag nicht Derek Köhn. Nee, der hatte gestern. Ah, jetzt. Die Überleitung war eigentlich, heute hat George Hadji Geburtstag. Evert Hadji hat auch Geburtstag. Genau, und wer hatte gestern Geburtstag? Derek Köhn, das war so der Einstieg. Hadji. Ich hab hier auch was Kurzes vorbereitet, weil wahrscheinlich schauen auch ein paar Hannover-Fans zu. Einen Moment. Ja, ich bin ja Gala-Fan. Aber natürlich, Hannover steckt auch noch drin. Ich bin ja in Hannover geboren und lebe hier auch seit 35 Jahren. Deswegen habe ich zum ersten Mal so ein komisches Gefühl. Auch so ein Gefühl wie bei Sascha Boje, weil er Galatasaray verlassen hat. Und ja, jetzt, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich will gleich was dazu sagen. Ja. Dennis, versprochen, darüber sagen wir gleich was. Es geht nicht um die Fans oder so. Also, da sagen wir gleich was zu. Mustafa, Entschuldigung. Alles klar. Ja, also seit ein paar Stunden, als diese Gerüchte rausgekommen sind bei Instagram und Twitter, also ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen, weil irgendwie jeder Fragen hatte, viele geschrieben haben. Und als diese Gerüchte rausgekommen sind, habe ich auch 2 Quellen gefragt, also die 96 besser als ich kenne. Also heute Morgen gab es in der deutschen Presse gar nichts. Und dann meinte ich, kann es sein, dass Köhn zu Galatasaray ausgeliehen wird? Und ja, er hat so reagiert, so, dass er sich das nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, das war noch sehr früh am Tag. Und er hat so reagiert? Das darf ich leider nicht sagen. So wie ich Mustafa kenne, der Pressesprecher von Hannover oder so. Das darf ich leider nicht sagen. Wahrscheinlich. Ich kann euch nur sagen, dass sehr viele überrascht waren einfach. Weil zu dem Zeitpunkt wurde nichts geschrieben in Deutschland und es gab einfach so ein Gerücht nicht. Und Ümit, hättest du mich da nicht verlinkt auf Twitter, hätte ich auch gar nicht geguckt. Ne? Also du hast so den Startstoß gegeben, dann habe ich geschaut und heute Abend habe ich noch jemanden geschrieben, der auch sehr gut
Hannover 96 kennt. Und mir ist aufgefallen, dass alle die gleichen Argumente benutzen, warum das unrealistisch ist. Und das werde ich auch gleich erklären. Nur ganz kurz, also Derek Köhn, da sehr verletzt ist, könnte man eigentlich, also er kann als linker Verteidiger spielen und auch als linker Mittelfeldspieler, also Flügelspieler. Damit könnte er praktisch Sieh eigentlich bei dem Flügel auch ersetzen und auch als Abwehrspieler. Er wurde beim Hamburger SV ausgebildet, dann ist er zu Bayern München, zu der zweiten Mannschaft gegangen, dann hat er in Holland gespielt und seit 2 Jahren ist er bei Hannover 96 und sein erstes Spiel war, glaube ich, gegen Kaiserslautern. Ich kann mich genau erinnern, als ich ihn gesehen habe, also man merkt ja sofort, wenn man einen Spieler sieht, einfach wie sein Material ist und ich habe gesagt so, also das ist ein sehr, sehr guter Spieler. So, guck mal ganz kurz noch meine Notizen, damit ich nichts vergesse. So, es gibt jetzt folgendes, ich sag mal, Problem für Hannover, aber nicht für Galatasaray. Sein Vertrag läuft am 30.06.2025 aus, also nächste Saison. Und in seiner letzten Saison hat er eine Ausstiegsklausel von 3 Millionen Euro. Also wer 3 Millionen Euro nächste Saison gibt, kann ihn einfach holen. So, und jetzt ist es so, Hannover möchte natürlich mehr als 3 Millionen haben, weil nächstes Jahr kann ihn jeder holen. Also wenn Galatasaray etwas tiefer in die Tasche gibt, mehr als 3 Millionen gibt, denke ich, würden sie ihn ziehen lassen. Die Hannoveraner finden es aber unrealistisch, weil sie haben gar keinen Ersatzspieler für Köln und die Transferphase ist in Deutschland schon zu Ende, also Europa zu. Am letzten Transfertag hat er ein Angebot wohl von der Serie A bekommen. Der Transfer hat nicht funktioniert. Und ja, die Hannoveraner sind alle richtig traurig, weil Derek Köhn ist das Herzstück von Hannover. Also wenn er geht, also das ist eine ganz große Nummer, also er ist wirklich der beste Spieler von Hannover. Ich selber, wenn das überhaupt über die Bühne geht, ich wäre auch ein bisschen traurig, wenn er geht, aber er geht ja zu Galatasaray, dann würde ich mich wiederum auch wieder freuen. Also wenn er wirklich zu Galatasaray kommt, dann würde Galatasaray einen linken Verteidiger haben, der wirklich das Spiel an sich reißt. Also er könnte auch locker als Abwehrspieler auch als Spielmacher fungieren. Also wirklich, ich habe bei Hannover sehr oft erlebt, wenn das Spiel nicht lief, haben die direkt ihm immer den Ball gegeben und er ist einfach durchgelaufen. So ein Spieler ist das. Und er kann auch Freistöße schießen. Seine Abwehrleistung ist ein bisschen, also nicht perfekt. Ähnlich wie bei Angelino, aber bei Angelino war so der Unterschied, Angelino hatte irgendwie nicht so dieses Selbstbewusstsein. Also ist jetzt meine Meinung. Und bei Derek Köhn ist das was ganz anderes. Also der ist wirklich ein Spieler, der sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat und er ist erst gestern 25 geworden. Also man hätte viel Spaß mit ihm auf jeden Fall. Aber ist das ein athletischer Spieler? Auf jeden Fall. Also ich sag dir ehrlich, ne, wenn ich nicht an einen Spieler glauben würde, würde ich das sagen. Einen. Aber an ihn glaube ich wirklich. Der würde bei Gala echt durchstarten. Jetzt bei allem Respekt mit Hannover, ne? Und wieso ist er mit 25 mit so viel Talent in der zweiten Liga? Also ich sag dir mal so, das ist eigentlich so seine letzte Saison für Hannover. Also viele rechnen, dass er in der nächsten Saison für einen großen Verein spielen wird. Hannover war sehr froh, dass er überhaupt diese Saison geblieben ist. Letztes Jahr könnte er schon gehen, aber er ist noch geblieben. Ich glaube, das ist diese Saison. Entweder jetzt in der Winterpause, aber nächstes Jahr ist definitiv sein letztes Jahr, weil er hat einfach ein sehr, sehr großes Potenzial. Und ich weiß nicht, ob Hannover aufsteigen wird. Ist sehr schwierig. Und zum Beispiel, ich war ja auch bei ÖYB AB im Live. Und da haben die so ein bisschen, natürlich, weil die es vielleicht nicht so wissen, aber diese deutsche zweite Liga oder auch viele bei Twitter, die sagen so, was sollen wir mit einem Spieler aus der deutschen zweiten Liga? Aber wenn man sich mal die deutsche zweite Liga anschaut, der Zuschauerschnitt ist ja, höher als die französische erste Liga. Und da sind Teams wie Hamburg, Schalke, Hertha BSC. Kaiserslautern, St. Pauli. Also das ist echt,
die beste zweite Liga. Also könnte auch konkurrieren mit vielen Top-Ligen. Auf jeden Fall. Deswegen ist da die Herausforderung für Hannover auch sehr groß. Und ich sag mal so, der Rest des Hannover-Kaders, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber sind halt keine Topstars. Und wenn er mit Spielern, die, sage ich mal so, Champions-League-Niveau spielen, wird er ja nochmal aus sich herauswachsen, glaube ich, willst du sagen. Ne? Ich habe auf jeden Fall sich entfaltet. Die Fragen, die ihr zu dem Spieler habt, die stellen wir gleich, ne? Ja, hier einmal, ob er schnell ist und mit was für einer Formation Hannover spielt, die wird er uns auf jeden Fall gleich beantworten. Ich habe noch folgende Info, die ich gelesen habe, genau das, was du gesagt hast mit dieser Ablösesache, ne? Und dass Gala eine Kaufoption einbauen will, wo Hannover ein bisschen mehr wegkommt, aber diese Kaufoption soll trotzdem nicht verpflichtend sein. Das heißt, Gala möchte ihn wohl ausleihen und sagen, okay, wir geben euch aber ein bisschen mehr als 3 Millionen, 3,5, 4, keine Ahnung, aber auf Raten und nicht verpflichtend. Und so wie du ihn beschrieben hast und so wie ich mich, du hast natürlich viel mehr, du kennst das Spiel viel besser, und das aber, was du mir jetzt auch erzählt hast und was ich gelesen habe, ist das genau auch der Spielertyp, der so, das ist jetzt kein Sacha Boué, aber auch ein athletischer Spieler, der sehr schnell ist, sehr viel rennt, und was ich krass finde, technisch sehr stark, so wie du gesagt hast. Also wenn ich mir die Videos so anschaue, jetzt sind das nur Skills-Videos, aber du hast ihn ja auch live gesehen und hast gerade auch gesagt, dass er technisch sehr stark ist und auch quasi als Spielmacher spielen könnte. Also finde ich echt gut. Ich sag mal so, also auch an die Zuschauer, wenn ihr Langeweile habt, wenn ihr in die Hannover Stadion-Vlogs guckt, immer wenn er am Ball ist, ne, dann automatisch halte ich die Kamera drauf, weil ich weiß, jetzt startet er gleich durch. Ne? Der liebt es auch wirklich, als Verteidiger auszudribbeln. Also es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Also ich kann ja mal ein paar Sequenzen aus dem Stadion-Vlog von dir einblenden. Also ja. MDSTV auf YouTube. Ich schulde mir das Herr Boya Atamaste. Eine. Und war also einmal folgt MDSTV auf YouTube. Das ist krank, was er macht. Das ist wirklich krank. Also es ist nicht nur so, dass er so stumpfe Stadion-Vlogs macht, die jeder machen kann. Zu 90% schafft er es irgendwie, sich mit den Vereinen zu connecten, in die Umkleidekabinen reinzugehen, exklusive Interviews mit den Spielern durchzuführen, mit Vereinsfunktionären. Also das ist viel, viel mehr als nur Stadion-Vlog. Das ist richtiger Journalismus, was Mustafa macht. Ja, ganz deswegen kurz, ich unterbreche dich mal. Also dieses Video, ne, was ihr alle gerade seht, das ist ja das Derby, das Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Braunschweig. Und also da, das ist wie wirklich Fenerbahce gegen Galatasaray. Ja, die hassen sich, ne? Ja, aber richtig. Und diesen Vlog, der ist ja vor 2 Monaten entstanden. Und diesen Vlog hat ein 96-Spieler gesehen. Wahrscheinlich haben es auch viele andere Spieler gesehen, aber das erfährst du natürlich nicht. Und nach diesem Vlog... Jetzt kommt's. Ich weiß das schon. Nach diesem Vlog habe ich mich beim nächsten Spiel hier getroffen mit dem Abwehrspieler von der 96. Krill Neumann. Der Typ ist krank. Ich stelle, der Typ ist. Und der hat es bei allen Vereinen. Der kommt... Bald ist der wie Hasan Arat, kommt überall rein. Also das ist wirklich cool. Also die Fußballspieler schauen sich auf jeden Fall auch Stadion-Vlogs an. Es kann sogar sein, dass sie mit Fake-Accounts auch zugucken und alles Mögliche. Also es sind auch Menschen. Einfach geil, Mustafa, ich feiere das voll. Ich blende das Video jetzt ein und dann hier zum Beispiel einmal vielleicht die Formationsfrage. Was spielt Hannover? Dreierkette, Viererkette? Aktuell spielen sie eine Viererkette. Als Hannover in der Winterpause war, die waren ja in Spanien, haben sie eine Fünferkette ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt spielen sie wieder mit Viererkette. Und was noch interessant ist, also die Hannover hat auch einen Ersatzspieler eigentlich geholt für Köln. Der hat allerdings mentale Probleme und er ist seit Monaten nicht im Training gewesen. Deswegen, also wäre für Hannover dieser Verlust echt tragisch. Da sie auch, die haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Am Freitag, das ist auch interessant, Köln ist ja, ich weiß jetzt nicht, wo er geboren ist, aber er hat ja seine Ausbildung in Hamburg absolviert. Und am Freitag schließt er das türkische Transferfenster. Und am Freitag spielt Hannover gegen Hamburg. So, ich habe mich jetzt gefragt, also wenn er wechselt, spielt er jetzt noch gegen Hamburg
oder auch nicht. So, es sind so alles Fragen, ja, die sich jetzt viele Menschen stellen. Also die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, bevor du weitermachst, ist, wir haben dank dir natürlich auch über 100 Zuschauer heute, ob Mustafa nicht mal ein Like fordert von unseren Zuschauern jetzt für diese exklusiven Interviews, Infos und für diese Bilder natürlich. Mustafa, willst du? Ja. Erwalte also, deines Amts. Ja, ja, sowas mache ich öffentlich eigentlich gar nicht gerne. Das, also, liebe Zuschauer, ich würde mich freuen. Auf jeden Fall zuerst mal danke an Gala Channel, dass er mir überhaupt die Chance gegeben hat, hier zu sprechen. Abonniert ihn natürlich. Ich würde mich natürlich auch freuen, weil wir haben alle so die gleiche Mission. Wir wollen alle größer werden und je größer wir werden, desto mehr können wir einfach besseren Content anbieten. Das ist für uns auf jeden Fall so die Währung auf YouTube. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Hat er Potenzial, Mustafa später noch teurer verkauft zu werden? Also Mustafa ist wirklich so, ich glaube, der ist sehr, sehr objektiv so und deswegen, wenn er sagt, dass der Spieler gut ist, glaube ich ihm das einfach. Das, ich glaube halt das, auch, dass das ein Unterschied ist, ob man einen Spieler live sieht oder übers Fernsehen. Das, glaubst du, er wäre vom Potenzial jemand, den man weiterverkaufen könnte? Ich hab Elf AB vor einer Stunde geschrieben, bevor ich bei ihm war, dass er genauso wie Boy auch zu einem größeren Verein gehen könnte. Also das Potenzial sehe ich auf jeden Fall. Weil wenn man, also zum Beispiel Sascha Boy ist gegangen, ich glaube Ur oder Onur meinte, Sascha Boy schießt diese Tore nicht. Und das ist der Unterschied. Er schießt auch Tore und er macht auch sehr viele Assists. Und er hat einfach dieses Charisma, zum Beispiel bei Ronaldo oder Messi, ne? Du spürst einfach so eine Aura, so eine Energie. Mhm. Und bei Galatasaray in der Abwehr, das hat jetzt nicht Nelson, das hat jetzt nicht Sanchez, das hat auch nicht Abdul Kerim Bardakçe oder Aurier zum Beispiel. Ich hoffe, dass das... ja, ich war skeptisch, dass er gekommen ist, weil der hat einige Probleme in der Vergangenheit gehabt, auch bei Paris. Aber bei Köln, das ist ein Arbeitertier, weißt du, er wird sich wahrscheinlich sehr freuen, dass er auch zu Gala kommt und ich weiß nicht, ob er für die Europa League spielen darf. Nee, darf er nicht mehr. Auf jeden Fall hätte er einen Grund, noch besser zu werden, weil er sich da auch beweisen kann nochmal. Aber vor allen Dingen, der ist ja, hat er irgendwie die U-Mannschaften für Deutschland gespielt, weißt du das? Er hat nur einmal für die U19 von Deutschland gespielt. Weil wenn ich mir jetzt überlege, er kommt, schlägt voll ein, Stammspieler bei Gala, macht 6 Vorlagen, 2 Tore oder so. EM in Deutschland, keine Ahnung, Linksverteidiger, wer spielt da gerade in Deutschland? So, das wäre auch nochmal so ein Anreiz vielleicht. Ja, oder er könnte sogar auch für Ghana spielen, ne? Also, oh nein, könnte auch passieren. Nicht für Ghana, Bruder. Afrika Cup, ja, habe ich gerade gesagt. Arsenal Salah Mustafa, wirklich Hammer. Krank. Ich finde das einfach krass so. Ich frage mal die Jungs so, Ur, Onur, wie ist euer erster Eindruck jetzt von dem Spiel, auch mit den Bildern? Ich weiß, das ist jetzt, wir könnten von allen Skills-Videos machen, aber jetzt auch Mustafas Eindruck und so generell, was sagt euer Bauchgefühl oder was glaubt ihr? Ur, du bist Trainer, hau raus. Also ich mag solche schnelle, ich mochte auch Spielstil von Bowie. Ne? Mir hatte bei Bowie halt schlichtweg nur die Flanken am Ende gefehlt. So ein bisschen die Torgefahr, die er vorne mitgestalten konnte. Und wenn man sich den Jungen so ansieht oder sich das mal anhört, was Mustafa über ihn erzählt, und wenn das alles eintrifft, dann wäre er schon eine Hilfe. Und ich bin keiner, der Hannover als einen kleinen Verein sieht und die zweite Bundesliga mal überhaupt nicht. Ich finde sogar, dass viele, viele Vereine und Hannover sowieso bei uns in der Liga deutlich besser dastehen würden als manche andere bei uns in der Super League. Also man darf jetzt nicht sagen, ja, zweite Bundesliga, was wollen wir mit jemandem? Wir haben vom Vokabeln damals Marcao, von Vokabeln damals Boe, die kamen alle nicht von Riesenclubs. Ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, wenn Hannover jetzt mit 3 Millionen nicht zufrieden ist, wir tatsächlich 4,5 ausgeben sollen oder vielleicht müssen, ist, kriegt man das Geld aus diesem Jungen wieder raus? Und Mustafa sagt ja definitiv, der wird sich ja auch nochmal eine Schippe draufpacken. Es ist ja nochmal eine ganz andere Nummer bei Garzai zu spielen als bei Hannover. Der hat ja auch nochmal Perspektiven, die er mit Sicherheit erreichen möchte oder Ziele, die er erreichen möchte. Ich halte viel von solchen Spielertypen.
Mir macht nur Sorge, dass seine defensive Stärke nicht so der Kracher ist, wobei ich dann bei uns eher auf die Sechser, Torreira und auf die Innenverteidiger dann vertraue. Wenn du dann einen offensiven Außenverteidiger hast und einen auf der anderen Seite, der defensiv mehr agiert, finde ich das gut. Und dass er offensiv auch spielen kann, da kann man rotieren mit mal, es, ja, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber dass so ein Barış dann mal hinten aushelfen kann, dann kann so ein Köhn mal nach vorne ziehen. Ich glaube, dass es funktionieren würde und ein Faktor, was auch dafür spricht, dass er bei uns vielleicht noch besser wird, ist Okamburuk. Okamburuk hat gezeigt, was er aus Spieler rausholen kann. Und ich glaube, dass ein Köhn auch ein Spielertyp ist, der unter Okamburuks Leitung auch nochmal, ich sag mal, leistungstechnisch nochmal deutlich besser werden kann. Meiner Meinung nach. Und für das Geld, glaube ich, brauchen wir uns alle nicht beschweren. Wir hatten Transfers, die deutlich teurer waren und die gefloppt sind. Es wäre ein Versuch wert. Onur? Ja. Ich weiß, was kommt, deswegen lache ich schon. Also, von den Anlagen her, das, was ich jetzt gesehen habe, scheint also offensiv starker Spieler. Ich mag auch seine Spielart. Ich bin halt nur irgendwie, also mich schreckt ab, dass er 25 ist. Also ich würde über ihn vielleicht ganz anders denken, wenn er 21, 22 wäre. Aber 25 ist für mich wieder, was ist da schiefgelaufen, dass du jetzt noch in der zweiten Liga bist? Hat jetzt nichts mit der Liga an sich zu tun. Also ich bin da voll bei euch, dass die zweite Liga eine der stärksten. Also ich finde, also Championship und zweite Bundesliga sind für mich die zwei besten Ligen, also die zwei zweitbesten Ligen. So, und wir brauchen, also Aurier soll ja auch defensiv Defizite haben, ist auch eher mit seiner Offensivkraft Dings. Wir haben uns die Zunge verbrannt mit Angelinos Defensivdefiziten. Das Problem an Angelino war ja, wir wussten, dass er Defensivdefizite hat, aber er hat doch offensiv nicht geliefert. Das ist der einzige Grund, warum er weg ist. So, und jetzt haben wir wieder einen Spieler, der defensiv halt nicht so auf der Höhe ist. Und es ist am Ende des Tages, auch wenn es die türkische Liga ist, ne, es ist eine ganz andere Hausnummer, ob du in der Bundesliga spielst, also in der zweiten Bundesliga spielst oder ob du für Gala spielst. So, erstmal der komplett neues Klima für ihn, dann unsere super geduldigen Fans, die gerne mit jungen Talenten umgehen, die sie mal 5 Jahre so nicht auspfeifen, sich komplett weiterentwickeln können. Das sind so meine Bedenken und ich find 3 Millionen schon echt krass. Also ich verstehe das, das ist Hannovers wichtigster Spieler. Wird auch seinen Weg gehen wahrscheinlich, aber also ich bin skeptisch, bin ich ehrlich, aber ein Versuch ist es wert, wenn sie es tatsächlich schaffen, eine nicht verpflichtende Kaufoption einzubauen, gehe ich voll mit und ich bin ja mittlerweile so geschädigt, so herzgebrochen, dass es mir egal ist, wer kommt, Hauptsache da steht, in seiner Bewerbung steht Linksverteidiger. Deswegen ist mir das vollkommen egal. Ganz kurz reingrätschen. Ja, ne, es wurde gerade ein Kommentar. Einen Moment, Selina, Mama geht. Das kennen wir, Mustafa. Das kennen wir. Meine Tochter guckt mir gerade zu. Also es wurde eben ein Kommentar eingeblendet. Lieber aus der zweiten Bundesliga als von Karagümrük. Und da steckt schon etwas Wahrheit drin. Weil Karagümrük spielt doch hier dieser Mervan noch was. Und da gab es ja so ein Gerücht. Die wollen Kersencan haben und dann wollen die Halil noch dazu haben und dann wollen die noch 3 Millionen oder keine Ahnung wie viel Millionen haben. Also wenn wir solche Spieler aus der Super League zum Beispiel holen würden, die würden so viel Geld zahlen und wir müssen, also schon alleine, weil wir Galatasaray sind, ist es schon in der Super League schwer geworden, auch talentierte Spieler zu holen. Deswegen muss man langsam Ausschau halten auf andere Märkte einfach. Also, darf ich eine Sache einwerfen, Onur? Ja. Weil du hast gesagt, der ist schon 25. Warum noch in der zweiten Bundesliga? Aber manchmal gibt es Wunder. Jamie Vardy, wann ist er in die zweite Liga gewechselt? Mit 25 ist er zu Leicester und danach hat er alles rasiert. Es gibt halt Spätzünder im Fußball. Nicht jeder ist wie mit Mbappé mit 19 schon irgendwie im WM-Finale oder so tätig. Es gibt halt Jungs, die, weil Fußball hat ja auch viel mit Glück zu tun. Du kannst noch so gut sein, du musst einfach den richtigen Berater haben. Du musst im richtigen Moment richtig performen. Und bei manchen klappt das nicht immer. Manche brauchen mal 3-4 Jahre länger. Das haben wir bei unseren Spielern ja auch gesehen.
gerade türkische Spieler, die sind ja mit 18, 19, 20 noch bei weitem nicht da, wo sie sein sollten im Vergleich zu europäischen jungen Spielern. Und ich glaube mit 25, ich glaube nicht, dass bei ihm jetzt schon der Zug abgefahren wäre. Nicht abgefahren? Nein. Guck mal, ihr habt mich darf bei dem... Bevor ich Onur ist gekränkt, Freunde. Er ist enttäuscht von der Art und Weise, wie unser Verein sich präsentiert hat in den letzten Wochen und Monaten, wo er auch einfach recht hat. Kommunikation hat ja gar nicht stattgefunden. Die Art und Weise, wie kommuniziert wird, also man kann nicht mal das Wie besprechen, weil es wurde ja gar nicht kommuniziert. Und auch mit den Transfers so. Das ist einfach so das. Das müsst ihr mal, wenn Onur das jetzt sagt, im Hintergrund behalten. Und seine Zweifel da hat, die berechtigt sind. Die Frage beantwortet uns der Mustervergleich, aber der Onur wollte noch was sagen. Ja, also wie gesagt, ich mag die Argumentation mit Marcão. Der hat halt in der portugiesischen Tabellenletzten, habe ich auch, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch damals gesagt, wow, ist das euer Ernst? Aber du hast ja dann halt ein paar Sachen reingezogen. Er war ja Kapitän und dies und das. Also sowas hat für mich nichts zu bedeuten. So, ne? Also mir geht es wirklich nur um das Alter. Hätte er 2, 3 Jahre weniger drauf, würde ich verstehen, okay, der hat sich noch nicht richtig gefunden, entfaltet sich. Ich bin auch vollkommen bei dem Argument dabei, ich hole lieber 5-mal ihn, als, wie heißt der, Levent Mercan oder so, von Karagümrük, wo ich wirklich einfach mal mein Leben da lassen muss, nur weil er einen türkischen Pass hat. Bin ich voll dabei. Deswegen, wie gesagt, ich bin bei diesem Experiment dabei. Ich bin aber skeptisch, weil, wie gesagt, Gala ist eine andere Hausnummer. Und wenn sie es tatsächlich schaffen, wie sie suggerieren, Laie mit nicht verpflichtender Kaufoption, ist das vor allem in dieser Lage, finde ich das vollkommen machbar. Das ist ein Risiko wert. Meine Frage an Mustafa wäre zum Beispiel so abschließend, wie realistisch ist dieser Transfer? Also das ist Django hat die Frage gerade gestellt. Vielleicht eins vorweg, wie verletzungsanfällig ist der Spieler oder verpasst er viele Spiele? Und dann kannst du ja aus seiner Sicht vielleicht sagen, wie realistisch der Transfer ist. Zumal, wenn der Spieler jetzt weiß, Gala hat Interesse, inwieweit kann Hannover ihn noch irgendwie motivieren zu bleiben? Vielleicht auch das im Hinblick. Ja, also ich habe hier gerade Transfermarkt.de auf, weil ich mich selber nicht daran erinnere. Also er war zuletzt 2019, 2020 verletzt, als er für Bayern München die zweite Mannschaft gespielt hat. Also als Profi war er noch nie verletzt, so wie es aussieht. Also wie realistisch ich das halte, also wenn Gasser das Geld gibt, können sie ihn holen. Weil nächstes Jahr, wie gesagt, muss Hannover ihn ziehen lassen für 3 Millionen. So, wenn Gasser das Geld auf den Tisch legt, werden sie ihn bekommen. Und ja, das ist auch so ein bisschen so eine emotionale Angelegenheit gerade. Ne? Also, das ist so ähnlich wie Boje, wirklich. Also man gönnt es ihm, man würde ihn gern behalten, aber irgendwann kommt so ein Zeitpunkt, wo man einen Spieler gehen lassen möchte. Heute Morgen habe ich das für einen Witz gehalten, einfach dieses Gerücht. Aber je länger die Zeit vergeht, desto realistischer finde ich es. Aber Mustafa, das Ding ist, also ich sage ganz, also es würde mich wundern, wenn Gala sagt, wir geben euch jetzt Cash, also das Geld ist da. Es würde mich wundern, wenn Gala sagt, wir geben euch jetzt 3 Millionen Cash oder 3,5. Weil ja unser Präsident gesagt hat, also indirekt hat er schon gesagt, er hat es impliziert, dass wir kein Geld ausgeben sollen, aber hat dann gesagt, das habe ich nicht direkt so gesagt, hat er nicht umschrieben. Wo wir doch gerade die Sache mit Angelino haben und wo Gala sich erst meiner Meinung nach mit dem deutschen Markt kaputt gemacht hat und quasi sich nicht an Verträge gehalten hat. Also weil du weißt, der Angelino, wir hätten ihn eigentlich fest verpflichten müssen, haben ihn ein Spiel vor bevor diese Klausel da ergreift, nicht mehr spielen lassen, haben dann ganz dubiose Vorschläge an Leipzig gerichtet, Ratenzahlungen weniger machen und so weiter, bis wir den Spieler tot gemacht haben. Inwieweit wäre ich jetzt, wobei ich glaube, der Präsident ist immer noch Kind, ne? Bei Hannover. Ja, das ist das ist so, mit dem kann ich noch verhandeln, genau. Das ist so ein bisschen strange. Glaube ich nicht, wie seriös nehmen die jetzt Gala wahr? Weil die wissen ja auch, die haben von Boe 30 Millionen eingenommen. Angelinos Dings wollten sie nicht kaufen, deswegen Leihgeschäft könnte ich mir vorstellen, sagen die da erst, eigentlich nicht. Also wenn ich sportlich nachdenke, weil das ist gerade voll die wichtige Phase für Hannover, würde ich ihn eigentlich nicht als Leistungsträger jetzt erzielen lassen, weil die haben eine kleine Chance, sage ich mal, wenn es weiterhin so läuft, auch aufzusteigen. Wenn sie ihn jetzt gehen lassen würden, du musst dir vorstellen, Martin Kind gehört zu den Gründen,
oder zu einem der Gründen, warum jede Woche in den deutschen Stadien die Tennisbälle fliegen. Bei Hannover wurde gestern das Spiel auch unterbrochen deswegen, weil 8-mal die Tennisbälle geworfen wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fans auch sehr verärgert werden würden, wenn sie jetzt diesen Leistungsträger abgeben würden. Also das ist sehr schwierig. Aber ist das Galatasaray isterse alır? Oder für kein Geld der Welt lassen wir ihn jetzt in dieser Phase ziehen, weil er ist unser absoluter Publikumsliebling, er ist unser Go-To-Guy. Also so, die Einschätzung eher. Das kommt auf Hannover an. Zum Beispiel, Martin Kind hatte das Ziel, also das Ziel ist 2025 der Aufstieg. Es könnte sein, dass sie sagen, wir nehmen das Geld und benutzen das für den Aufbau der nächsten Saison schon. Also es hängt alles von Hannover ab. Ja, die sind jetzt 5 Punkte vom Relegationsplatz, ne? Also die haben Ambitionen eigentlich noch, oder? Einen Moment. Also Hannover ist gerade 6. Platz. Genau, also Holstein-Kiel hat 5 Punkte mehr. Also die haben 36, Hannover 31. Genau. Freunde. Ich revidiere und ich muss da Onur recht geben. Haluk hat in letzter Zeit, Haluk war auch der Erste im türkischen Raum, der den Namen gesagt hat. Dursun Özbek hat wohl nach dem Bakambu-Transfer gesagt, wir können doch ein bisschen Geld locker machen für Ablöse. Scheint für mich jetzt auch realistisch zu werden. Also ich glaube, du kannst Hannover nur überzeugen, wenn du Cash auf den Tisch legst. Wie das Bond-Service, HG-Bliss, ist schon abgeknallt. Ich weiß, das triggert voll, ne? Aber ich habe mir das Interview von Dursun Aydın fucking Özbek angeschaut. Das, was er sagt, hat so viel Sinn und Verstand, aber es ist genau wie Onur sagt halt einfach, Bruder, mach das doch 3 Wochen früher, Alter. Hau das nach dem Supercup-Finale raus. Aber, also Mustafa, anscheinend ist Gala doch bereit, da ein bisschen Kohle auszugeben. Und der Unterschied ist, Bakambu hat fast nicht gespielt und er würde spielen. Der wäre ja sofort, wäre der erste Elf. Weil Okan Buruk will, also Okan Buruk will ja offensichtlich Barış als rechten Flügel einsetzen, weil der performt jetzt auch seit 2 Wochen. Ich ekel mich vor mir selbst, dass ich sowas aussprechen muss. Ich tue mir aber auch mal Barış schwer. Performt. Diese Barış-Hater, ne? Schaut euch diese 2 Gesichter an. Schaut sie euch an. Abi, das Ding ist, das ist halt so, vielleicht weil ich aus der sozialen Branche komme, so, ne? Ich bin halt immer, selbst wo alle sagen, der hat keine Hoffnung, sage ich, ja, warte mal, ich mach das schon. Und selbst aus dem, ich habe so viele Leute, wo ich schon, ich konnte nicht alle retten, das sieht man auch irgendwann ein, das ist tatsächlich so, du kannst leider nicht alle retten, was ich sehr traurig finde. Aber es gibt man, also, Gündoğma da neler doğar diyor, şey, derlermiş. Du kannst aus dem Menschen, wo du sagst, aus dem wird nie was, ne? Habe ich schon so krassen, und vielleicht auch, weil ich das 1:1 am Menschen mitbekommen habe, diese Entwicklung, was war und was aus dem Menschen geworden ist, bin ich da vielleicht optimistischer als die Jungs, weil von fußballerischen her war das an Mustafa Düştü. Das war zu viel für sein Gemüt. Barış'ı fazla loben yaptı. Aber was, Dings, ne? Aber deswegen ist das vielleicht bei mir ein bisschen mehr so, ey, Hani, nein, wird schon. Wird schon. Ich fand ja auch Ömer Baydam gut, von daher. Genau. Aber bak, Uğur'un suratına bak. Bak, Ömer Baydam dedi, Mustafa gene çıkıyor lan. Ya işte. Bak, aber bak, külahları değiştiririz, wenn sie mehr als 3,5 ausgeben. Also dann spiele ich. Nein, tabii canım, wenn du jetzt mit ankommst mit 5 Millionen plus 2 Bonus, dann denke ich mir, Bruder, dann hättest du doch Angelino behalten können einfach. Mhm. Ja, nee, nein, so. Also, da hast du schon recht. Also, ich denke, 3 und vielleicht ein Freundschaftsspiel im Sommer mit Einnahmen für Hannover. Sowas. Also maximal 3, ne? Weil das Ding ist, in einem Jahr ist das 10 3 weg. Einen. Ne oldu? Çocuk düştü. Gelir birazdan, ja. Und vor allem, du holst sie nur für die Liga, ne? Das ist dann, also deswegen ist, ich glaube, dann ist so, dann können wir ja riskieren. Aber nur Dion, aber ja, ne, die Liga ist auch noch nicht durch, die müssen wir auch noch gewinnen. Aber und wir brauchen, und ich habe leider keine, ihr wisst ja, einen Tag vorher mache ich immer voraussichtliche 11 und dann poste ich das. Ich konnte keine voraussichtliche 11 basteln, weil wir nicht rotieren können. Ich konnte nur den neuen Stürmer nach vorne hinsetzen für Icardi, wobei ich mir denke, Icardi könnte auch spielen, um mal ein bisschen zu treffen. Wir haben noch niemals, also von der Anzahl her, nominell genügend Spieler, um zu rotieren.
Aber ich gehe doch. Hast du schon. Aber Mustafa Tamam, ich werde Ömer Bayram nicht mehr loben. Das war ein Zufall. Arvin Dings, wir gehen da bestimmt nochmal drauf ein, ne? Morgen voraussichtliche Aufstellung, aber ich gehe davon aus, dass Icardi nicht beim Kader sein wird. Jana Elkin, ja, die versuchen seit 3 Jahren Jana Elkin uns zu geben, also Jana Elkin mit Icardi, das wäre schon lustig. Eine Frage, ja, hast du das Bild gesehen, Jana Elkin mit Icardi bei Inter? Die kennen sich tatsächlich. Mangal Kefi hat mich gerade ja, ja. Der war aber, glaube ich, nur einen Monat dort, Janel, ne? Abed. Weil Mancini Trainer war. Aber eine Frage, würdet ihr jetzt ihn im Meisterrennen noch mitnehmen? Also würdet ihr ihn nehmen? Nope. Wen? Janet. Willst du meine ehrliche Meinung hören, ne? Ehrlich. Also ich, vor 2 Jahren, glaube ich, hätte er noch uns weiterhelfen können. Ich glaube nicht mehr, dass er die Dynamik hat, um das Spiel, was Okambo... Er ist so der Typ, wir brauchen noch ein Tor, schmeiß ihn rein, er macht David Beckham-Flanken von links für die letzten 10 Minuten, aber ich glaube, sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass der uns irgendwie weiterhilft, auch vom Charakter her sehr fragwürdig. Wobei wir haben also, so viele fragwürdige Charaktere. Mir geht es aber hundertprozentig nur um den Charakter. Guck mal, es gibt Spieler, ne? So zum Beispiel Mehmet Topal. Der ist zu Fenerl gewechselt und ich schwöre dir, ich habe keinen Adam, Adam. Eine. So, ja. Das ist einfach zuerst zu Fenerl gegangen. Und er könnte auch sagen, ich bin Fan, wird mich nicht jucken, weil der sich sehr Fan-Liedel, oder Fan-Liedel, hat nie rumgestichelt, hat nie irgendein Bullshit gelabert wie Emre Belecholo. Deswegen gibt es solche Spiele. Aber Janel Elkin gehört, ist definitiv nicht der Typ, der dazugehört. Also der ist, ich finde den auch charakterlich, also außerhalb des Platzes fragwürdig. Mein Schwager liebt ihn. Das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir waren in Istanbul, waren Dings, wollten zu Nusret, sind dann aber nicht zu Nusret, weil dumm. Sind bis dahin hochgelaufen und dann waren wir an der roten Ampel und dann ist auf einmal Janet Erkin im Auto. So, und mein Schwager liebt den ja so sehr, ne? Er guckt ins Auto und sagt ihm nette Wörter zu. Und Janet hat seine Lippen wahrscheinlich gelesen und ist komplett durchgedreht, Alter. Das ist das Festfenster runtergemacht, komm doch her. Und ich denke so, Alter, lass doch bitte weitergehen, Alter. Warum machst du das so, ne? Also das ist meine Janet-Anekdote. Also ich finde den komplett fragwürdig charakterlich. Kann sein, dass das ein netter Mensch ist, aber das, was ich sehe, ist definitiv nicht galawürdig und er verdient es auf gar keinen Fall. Also Burak Yılmaz, Janel Erkin, das sind so Spieler, die haben nichts in unserem Verein zu suchen. Evet, Janel Mütüç-Solbek, aber Charakter kötü. Der war links außen eigentlich, ne, ursprünglich. Ja, Freunde, dann lasst uns noch kurz über das, also sonst Transfer-News gibt es keine, Freunde. Alles sehr, also wir sollen noch ein Angebot für den argentinischen Linksverteidiger, der in Frankreich für Lyon spielt, abgegeben haben. Wo habe ich das denn hier? Wo ist der Bruder? Das ist doch der, genau hier, Nicolas von Jakub Schünert. Argentinier, weiß ich nicht, ob der jetzt, ob das dann die Alternative ist für ihn. Ansonsten gibt es von Transfernachrichtenmäßig kaum was, was wir euch mitteilen könnten. Deswegen würde ich nochmal kurz über das Spiel morgen reden und dann würden wir auch schon langsam dem Ende entgegen. Freunde, wir sind durchgängig 134 Leute, 77 Likes, ein Like kostet nichts. Bringt uns aber sehr viel. Arkadaşlar, 133, 138'in altına hiç düşmedik. Bir like'ınızı alırız. Ara sıra Türkçe yayınları da yapıyoruz. Eyüp Yıldız gelecek büyük ihtimalle. Kaya Temel gelecek. Fatih Demir gelecek. Kutlu Akpınar söz verdi. İşte Kerem Evet geldi. Erinç Bilican geldi. Tanser Taşanlar geldi. Dolayısıyla sıra sıra ara ara Türkçe yayınlarımız olacak. Çoğunlukla Almanca yayın yapıyoruz. Almanya'da yaşayan genç Galatasaray taraftarlarımızı hitap etmek için. Bir de destek çıkın. Buradaki gurbetteki kardeşlerinize. Evet. So, Freunde. Morgen spielen wir gegen Bandırmaspor. Wir haben im Pokal eigentlich das leichteste los. Fener spielt in Antep. Beşiktaş spielt gegen Eyüpspor. Ich gehe davon aus, dass vorne unser Brasilianer spielt. Auf der 10 Halil. Rechts Tete. Und links fängt schon an. Ich denke Kerem, damit er vielleicht mal ein bisschen ein paar Tore schießt. Im Mittelfeld, wie willst du rotieren? Ndombele wahrscheinlich und Eyüp Aydın, aber das ist dann irgendwie, Bandırma wird ja auch irgendwie ein bisschen kommen. Immer ist das so offensiv irgendwie.
Dann Verteidigung problematisch komplett. Apo ist verletzt. Wir haben nur noch zwei etatmäßige Verteidiger mit Nelson und Sanchez. Kahn wird wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen oder Ali Turab. Also ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, wie wir rotieren wollen. Ob ihr Jungs eine Idee habt. Ja, fangen wir mal bei Mustafa an, wenn er da noch eine Idee hat, ob wir rotieren werden, ob er damit rechnet, dass vielleicht Icardi doch im Kader ist. Ich habe gehofft, dass du mich nicht fragst. Ich weiß, wer der Spieler des Spiels morgen wird. Wer nicht? Der Torhüter von Bandırmaspor. Ja, Mann, Alter, wahrscheinlich, Alter, ey. Es ist irgendwie jedes Mal so. Aber ich denke, Gasser wird das einfach meistern. Aber es sind ja in den letzten Jahren auch Überraschungen im Pokal passiert. Ich hoffe, dass sie einfach diesen Verein nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. Sinan, ja. Ich glaube, dass wir Ayub morgen sehen werden. Ich hoffe, dass wir Ndombele morgen nicht sehen werden. Ich glaube, dass wir Tete sehen werden rechts, weil das mal ein Gegner wäre auf seinem Niveau, wo er sich mal zeigen kann, wo er glänzen kann. Innenverteidigung glaube ich, dass wir eher Sanchez schon, statt dann Kahn Ayhan spielen lassen neben Nelson. Rechts Ali. Links Adam Varmin, ja. Links Adam Jokke. Barış. Aber mit dem müsstest du ja auch ausruhen. Kasım Jaloyan'tır bence. Eine kleine zu Ndombele. Es kursieren Gerüchte, dass wir, wenn Ndombele eine gewisse Anzahl an Minuten nicht spielt, wir 3 Millionen Euro an Tottenham zahlen müssen als Strafgebühr. Was? Ja. Das hat, haben wenn sie jetzt, wir das hat, ihn nicht spielen lassen. Erin Şpilicaj und Kerem Evert haben so eine Andeutung gemacht und die machen keine sinnlose Andeutung, wenn die nichts wissen. Wenn Ndombele eine gewisse Anzahl an Minuten nicht spielt, müssen wir am Ende der Saison eine Strafsumme bezahlen. 3 Millionen haben die gesagt, ungefähr. Aber wie dumm wäre das bitte? Okay, ja, Ndombele spielt morgen 90 Minuten. Aber muss, ganz wichtig. Ja, links Bergkamp vielleicht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Stürmer morgen. Ich glaube auch, dass, wie Ono gesagt hat, Icardi nicht dabei sein wird. Dafür der neue Stürmer und Halil als Backup. Oder Halil wird wahrscheinlich anfangen, wäre vielleicht ziemlich respektlos, wenn direkt der Neue anfängt. Halil könnte eventuell anfangen und dann kommt zweite Halbzeit der neue Stürmer. Aber ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie heißt der jetzt? Vinicius. Ach, Vinicius. Okay. Ah, tamam. Ich glaube, dass Vinicius auf jeden Fall Einsatzzeit bekommt. Wäre aber an Okans Stelle, würde ich mit Halil anfangen. Halil çok oturdu, çok bekledi. Und wenn Icardi nicht mitkommt, dann sollte Halil anfangen. Der Fairness halber. Wenn du nach Menschlichkeit gehst, wenn du so ein bisschen nach Ruhe im Kader gehst, Fairness gehst, dann würde ich so handeln. Wenn du nach Leistung gehst, keine Frage. Aber ich denke, gegen Bandırmaspor kannst du dem da mal anfangen lassen. Aber ist das wichtig, dass auch die schlechten Spieler spielen? Übelst, Bruder, ehrlich. Weil das färbt ab. Wenn der die ganze Zeit mit einer abgefuckten Miene da rumrennt, und alle seine Mannschaftskameraden, die sich anstecken lassen. Es gibt ja Meinungsmacher und welche, die diese Meinung von anderen einfach mitnehmen. Und wenn Halil da einfach nur angepisst durchläuft, was ich jetzt von ihm nicht erwarte, dann ist das auch kacke. Man sollte ihn ja auch mitnehmen. Zumal er ja im letzten Spiel, war das letzte Spiel, mit seiner Vorlage? Das vorletzte Spiel. Hat er ja auch so ein bisschen was getan für den Club. Also soll er mal ruhig 45 Minuten vor Anfang an spielen. Halil mit Köln tauschen, genau. Onur? Also, Günay ist im Tor. Links wird er Berkan spielen lassen. Innenverteidiger aufgrund der Alternativlosigkeit Nelson Sanchez. Rechts weiß ich noch nicht, obwohl da haben wir auch nichts. Kahn Ayhan. Kahn Ayhan. Du musst die rotieren. Du kannst dich rotieren. Ich glaube nicht, dass er mit Ali Turab anfängt. Du kannst dich rotieren, Alter. Also ich weiß nicht, ob er mit Ali Turab, kann sein, dass er mit Ali Turab anfängt. Also mich überzeugt der Junge überhaupt nicht, auch wenn viele sagen, das ist ein super Talent, voll krass, voll heftig, aber ich habe da jetzt noch nicht, also weder defensiv noch offensiv habe ich da irgendwelche Anlagen gesehen, die mir sagen, wow, in 10 Jahren haben wir keine Probleme mehr auf der rechten Seite.
Deswegen, also kann sein, dass Ali Turab spielt. Dann in der Mitte wird wahrscheinlich Daye mit Dombili spielen. Außen, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt nochmal sagt, Kerem soll sich Selbstvertrauen holen oder ob er jetzt mal sagt, jetzt chill mal ein bisschen, du bist echt unten durch. Aber ich glaube trotzdem, also eher lässt er Kerem spielen als Zaha. Deswegen linke Seite wieder Kerem. Rechte Seite Barış. Auf der 10, glaube ich, Halil. Sonst fällt mir niemand ein. Wer wäre noch? Wen habe ich da vergessen? Ich habe Angst, dass wir Tete sehen müssen. Kann sein, dass er mit Barış im Sturm ist und wir Tete sehen müssen. Tete wird hundertprozentig spielen. Ja, dann... Und dein Trikot wäre auf die 10, okay. Dann, also wenn Tete spielt, ich würde behaupten, Barış vorne und Halil 10er. Ich fände es richtig geil, weil das Ding ist, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Vinicius nicht in die erste Elf zu setzen, weil der Typ Adam Hazelgerde, der ist mitten in der Saison. Der wird spielen. Adam Gimemine. Aber ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielt. Das ist ja diese Dings aus Prinzip. So, aber Ocon, ja. Ich glaub, ja, aber na, das ist Ayib, das macht man nicht. Deswegen gehe ich davon aus, ja, dass Bro, ist einfach so, ja. Dass er in der zweiten Halbzeit spielt. Ist aber auch echt so, wenn jemand neu dazukommt, dann, also. Man behandelt Gäste ja schon toll, aber das ist dann halt so, du hast dir den Arsch aufgerissen, der Typ, nur weil er aus der Premier League kommt, ist es auf einmal, yo, du spielst auch, also es gibt Spieler, wo du das machen kannst, aber selbst ein Drogba wurde eingewechselt, so in seinem ersten Spiel. So, und deswegen, so halt aus Respekt macht man das nicht, auf jeden Fall, ich glaube, Halil 10er und Barış wird da vorne spielen lassen, wir werden definitiv wieder in Rückstand, also wir werden auf ein Tor spielen, dann wird wieder ein dummer Konter, also wie konnte das wieder passieren? Dann werden wir wieder 50 Minuten dem scheiß Rückstand hinterherlaufen, 70 Mal fluchen und dann gewinnen wir irgendwie 3-1 oder so. Wenn wir gerade beim Dings, dann machen wir abschließend einmal danke, wir sind über 100 Likes. Mustafa, dann nochmal Tipps auch in den Chat. Was tippt ihr für morgen? Mustafa? Ach, ey. Sorry. Ich glaube 4-2. Ohne Schaschel im AUB, stell mir den. Unuttum kann sein, dass statt Kerem, sorry, wenn ich unterbreche, statt Daye das Eyüp spielt. Also ich glaube, dass Galatasaray 4-2 gewinnen wird und ja, wenn Spieler spielen, die nicht so häufig spielen und so die Teamchemie auch nicht passt und Muslera auch nicht im Tor ist. Letzte Saison beim Pokal hat ja auch Okan gespielt im Tor. Da hat er wirklich die schönsten Tore auch kassiert. Und Günay hat ja auch noch nicht so oft gespielt. Deswegen denke ich, dass Bandelma auch ein paar schöne Tore machen wird, auf jeden Fall. Und der beste Spieler, wie gesagt, wird der Torhüter von Bandırmaspor sein, aber Galatasaray wird sich schon durchsetzen. Bandırmaspor ist in der zweiten Liga auf dem 7. Tabellenplatz. Ja, kurze Info. Onur, also du hast gesagt 4-2? Genau. Ja, ein Gegentor könnte ich auch unserer Mannschaft zumuten. Mustafa hat gerade ein ganz gutes Stichwort gesagt, Chemie. Ich glaube, dass viele Jungs zusammenspielen werden, die davor noch nicht, erstmal noch nicht mal so viel Spielzeit hatten und zweitens dann noch nicht mit den ganzen Jungs zusammengespielt haben in der ersten Elf. Dementsprechend ist es auch durchaus möglich, dass wir ein Tor kassieren. Ich glaube, am Ende läuft sich das dann auch so ein 5-1 heraus, weil in der zweiten Halbzeit dann die A-Klasse, genau, wenn die Babas kommen, wenn ein Torreira plötzlich reinkommt, wenn ein der neue Stürmer reinkommt, also da kann sich dann in der zweiten Halbzeit nochmal deutlich was wenden. Ich glaube, dass das am Ende so ein 5-1 oder so wird vielleicht. Das wird dann nochmal so ein Tete-Show morgen. Wie Tete-Show, wie er die Zuschauer trifft oder die Eckfahne? Aber ich glaube, morgen, das ist sein Kaliber, dieser Gegner ist sein Kaliber. Er kann sagen, er wird zeigen, Jungs, ich will zwei Millionen geholt, ja. Rasieren. Dafür haben wir die 6 Millionen bezahlt jährlich. Aber ey, bevor du deine Prediction abgibst, eine Frage, ne? Wir sind ja, haben wir jetzt eine Dreifachbelastung. Wir haben ja Europa, wir haben die Liga. Warte, hat Onur sein Tipp abgegeben? 3-1. Onur, ich hätte auch 3-1 getippt. Ich tippe auch 3-1. Aber sag unruhig. Wir haben ja eine Dreifachbelastung. Wir spielen ja drei Wettbewerbe. Europa, türkischen Pokal und die Liga. Fener spielt ja aktuell auch noch... Fener ist weiter Fener Europa, ne? Fener spielt erst in der nächsten Runde. Die sind direkt in den letzten 16. Wir spielen noch die letzten... Genau. Also die haben auch eine Dreifachbelastung. Halt, stopp. Die spielen noch am Mittwoch. Fener spielt doch gegen Antep.
Nein, er meint später Euroleague, Europa. Ach so, ich dachte Pokal. Oder meintest du jetzt auch Pokal? Nein, ich meine, wie viele Wettbewerbe spielen die Mannschaften? Auch drei. Wie viele Wettbewerbe auch drei. Okay. Nur, dass Fenner halt erst quasi 14 Tage später europäisch spielt, weil die als Erster da Dings erst weiter sind. Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte im Pokal nicht weitermachen, aber aufgrund von der supergeilen Kaderplanung von unserem Verein ist der Kader so maximal an ihren Grenzen, dass du das Marathon, was sich Liga schimpft, am Ende vielleicht nicht zu Ende bringen kannst, weil du nicht genug rotieren kannst zwischen Pokal, zwischen Europa und zwischen Liga. Und ich mache mir da eigentlich Sorgen und dann ist die Frage, wenn ihr auf einen Wettbewerb verzichten wollen würdet, wäre es, glaube ich, da sind wir uns alle einig, der Pokal, oder? Gut. Haben wir schon. Irgendwann wird mal fliegen wir. Ja. Ja, wie easy er das sagt. All sun olur, all masan olur diyor Ümit. Also ich finde, dass wir, glaube ich, gegen Bandırmaspor nicht verlieren werden. Aber wenn wir jetzt die nächste Runde rausfliegen würden, fände ich das noch nicht mal schade, damit wir uns viel mehr auf Europa und auf die Liga konzentrieren können. Ha, ich bin wieder Dings, ne? Also wenn du üç kulvarı yönetemiyorsan dükkanı kapat. Das ist wieder... Also ich bin... Yönetemeyeceksin. Yani belli değil mi yönetemeyeceksin? Oh. Kadro yok. Ich bin ohne Scheiß. Ich glaube an das Triple. Ich glaube, wir werden Europa so weit kommen. Wir werden Pokal gewinnen und wir nehmen auseinander. Aber wir sehen, ich sag das die ganze Zeit. Ihr seht, dass mit Okanburu jeder Spieler besser wird. Mit Ismail Kartal wird jeder Spieler schlechter. Dzeko ist seit Wochen nicht auf dem Platz. Tadic schon seit den ersten drei Wochen nicht, wäre in den Elfmeter nicht da gewesen. Szymański Totalausfall. Fred spielt zwei Spiele, dann wieder sechs Spiele verletzt. Da kannst du noch sechs Innenverteidiger kaufen. Ich glaube halt, dass Okan die Spieler immer weiter gut macht. Und Okan hat die größte Krise hat er überwunden. Er wurde alleingelassen, im Stich gelassen von Erden Timur, von Dursun Özbek. Gehälter wurden nicht gezahlt. Alleinkämpfer. So, Icardi kriegt auf die Fresse, keiner sagt was. Die Schiedsrichter geben uns unsere Elfmeter nicht, keiner sagt was. Und Okanburg hat spielerisch Lösungen gefunden. Und ich glaube jetzt mit Serge Aurier und hoffentlich einem weiteren Linksverteidiger und dann hoffentlich noch einem Mittelfeldspieler. Icardi kommt gerade zurück, glaube ich, wirklich fest dran, ohne Scheißback. Ich glaube einfach dran, ich kann mich auch irren, aber ich glaube irgendwie dran. Und ohne du weißt, ich sage seit Saisonbeginn, irgendwie habe ich in Europa ein gutes Gefühl, seitdem wir in der Champions League sind. Keine Ahnung warum, kann auch Dings sein, aber wie ich gesagt habe, ich glaube an das Triple. Und ich glaube aber, was Ono hat recht, also er hat es zwar noch nicht ausgeführt, ich glaube auch an ein krampfhaftes 3-1, irgendwie 1-0 zurückgelegen, dann machen wir 1-1, so 2-1, ganz, ganz lange, Chokolkatschis und dann 3-1. Also, aber Ono, du kannst dich nochmal auskotzen, weil ich bin genauso der Meinung, drei Hochzeiten musst du packen. Aber ich verstehe auch Urs Bedenken natürlich, aufgrund der Kaderdünne. Also ich habe am Anfang der Saison, war ja mein Ziel, ich habe kein Problem, wenn wir in der Champions League Dritter werden und dann in Europa durchmarschieren, weil das ist eigentlich unser Wettbewerb. War dann überrascht, wie gut wir in der Champions League performt haben, im Nachhinein doch nicht, also nicht genug. Und habe auch gesagt, Europa League ist komplett machbar, aber nach der Transferpolitik jetzt im Winter habe ich, also jede Runde, die wir weiterkommen, ist geil. Alles drüber hinaus ist Okanburg-Effekt, aber ich glaube nicht, dass wir weiter als Viertelfinale oder Halbfinale kommen. Also ich glaube nicht mehr dran, weil dank unseres tollen Präsidiums, die haben Europa abgeschrieben, sonst würden sie sich nicht so benehmen. Und das ist nochmal so ein Teil, warum sie mein Herz gebrochen haben, weil also Gala lebt ja damit. Ich habe mich schon seit 10, 20 Jahren damit abgefunden. Für mich ist die türkische Meisterschaft wichtig, geil, alles schön und gut, aber es ist einfach nur ein Instrument, um nach Europa zu gelangen. So, und sobald du mit deiner Transferpolitik, deinen Sparmaßnahmen, damit du wiedergewählt werden müsst, was du falsch kommuniziert hast, wenn du kommunizieren würdest, ey Leute, wir machen dieses Jahr ein bisschen Ball flach halten, wir müssen sparen, bitte verzeiht uns, dass wir nicht erfolgreich sind, dafür sind wir aber 5 Jahre Dings schuldenfrei und super erfolgreich. Ist ein Statement, aber wenn du so eine Kommunikation an den Tag legst und so dich im Transferfenster verhältst, sehe ich das nicht. Also der Präsident selbst glaubt nicht dran, warum sollen die Fans dran glauben? So, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, das könnt ihr auch alles screenen und dann im Mai könnt ihr mich damit 500 aufziehen. Ich habe dann einen zweiten UEFA-Pokal, ist mir vollkommen Latte, aber ich glaube null dran, dass wir in Europa, du hast keinen Linksverteidiger, du hast keinen vernünftigen Achter, du hast
du kannst Mertens nicht adäquat ersetzen, wenn der ab Minute 60 pumpt. Deswegen glaube ich, bu kadar yaması olan bir takım kesinlikle Avrupa'da başarılı olamaz. Also bevor ich würde sagen, 28 Verletzte hätten und die Umstände haben dich dazu gezwungen, so zu handeln, aber wer so blauäugig und so fahrlässig in einen Wettbewerb reingeht, kann es nicht schaffen. Bevor ich Mustafa das Wort gebe, weil ich glaube auch, er fährt nach Prag und Tam Kunuşama, er war dabei, Tickets zu holen und hat ein Angebot gefunden und mir das geschickt gehabt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ob ein Präsident dran glaubt, ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob der Trainer dran glaubt und ob er diesen Glauben der Mannschaft vermitteln kann. Der Glaube kann Berge versetzen. Und ich bin der Überzeugung, wir haben immer noch sehr, sehr viele hochwertige Spieler, Weltklasse-Spieler. Auch wenn Mertens nur Luft für 60 Minuten hat, hat er die Luft irgendwo. Wir haben einen Icardi, immer noch einen Kerem, einen Barış, einen Torreira, Muslera, Sanchez, Nelson. Das sind alles richtig Hochkaräter, meiner Meinung nach. Und wenn du nach Prag, musst du mal gucken, wie die anderen Mannschaften sich gegenseitig dann vielleicht aus dem Turnier schmeißen. Glaube ich irgendwie dran. Und ich glaube halt einfach dran, ich habe mir die Finger verbrannt mit, wir kaufen noch mehr Spieler, das zum zweiten Mal. Ich war immer bei diesen Lemina Nsonsi-Transfers, hatte ich eine Erwartung, die nicht eingetroffen ist und jetzt auch wieder. Das heißt, das Spiel dauert 90 Minuten, die kochen alle auch nur mit Wasser und am Ende ist entscheidend, wer mehr dran glaubt und bereit ist, mehr dafür zu investieren. Mustafa, du fährst, glaube ich, nach Prag, hat das funktioniert, weiß ich gar nicht, wir konnten nicht drüber reden. Fährst du jetzt nach Prag und generell in dem Zusammenhang, wie siehst du die Chancen von Gala in Europa? Also diese Nachricht habe ich dir vor einer Woche geschrieben. Die habe ich auch urgeschrieben. Und zwar war das so, man konnte für 60 Euro Tickets kriegen über Prag. Das hat nicht funktioniert, weil sofort, als die Tickets rauskamen, war schon alles ausverkauft. Und dann kamen natürlich so ein paar spezielle Menschen, die wir auch aus Istanbul kennen, die 200 Euro für ein Ticket wollten, was man für 60 Euro kriegt. Und ja, sowas will ich nicht mehr unterstützen. Das ist aber auch ein Grund, warum ich mich auch ein bisschen zurückgezogen habe. Weil mich auch diese Konos auch sehr, sehr aufregen, weil man so mit der Liebe, Fanliebe zu Galatasaray Geld macht. Deswegen gebe ich solches Geld nicht aus, um dahin zu gehen. Ich will gerne auf legalen Wege Tickets kaufen und die Mannschaft unterstützen, aber nicht irgendwelche Leute, die auch vom Verein die Tickets bekommen und die verkaufen. Ich glaube, wir könnten Prag besiegen, aber ich bin so ein bisschen von dieser Transferpolitik ein bisschen enttäuscht. Ich war sehr euphorisch, weil so wichtige Spieler gekommen sind. Ich habe gedacht, die werden alle zusammenpassen. Aber wenn ich jetzt so gucke, so Ndombele, das war so ein Spieler, den ich sehr gerne haben wollte. Angelino hatte ich eigentlich erwartet, dass er auch zu sich finden wird. Bin ich auch enttäuscht. Und ja, ich bin eigentlich von den ganzen Transfers enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, wir wären besser als letzte Saison. Aber irgendwie sieht es so aus, dass wir so ein bisschen zurückgehen, weil Boy ist auch weg. So dieses Skelett, was aufgebaut wurde, ist ein bisschen, hat so seinen Reifen verloren, also wenn es ein Auto wäre. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt auch gesehen, du hast ja eben gesagt, so die Zeit Lemina und Nsonsi, da hat man gesehen, es nicht nur die Namen sind wichtig, sondern es ist wichtig, dass man als Team zusammen spielt. Und ich glaube, Sparta Prag ist so ein Team, die einfach sehr gut zusammenspielen werden. Und wenn wir nicht Kopenhagen besiegen können, dann frage ich mich halt, ja, was kann man noch dann erwarten, so in der Europa League? Weil ich glaube nicht, dass Sparta Prag schlechter ist als Kopenhagen. Und es erwarten dann noch sehr viele schwierige Gegner. Deswegen setze ich die Messlatte, dass wir türkischer Meister werden. Und hoffentlich, ja, dass Erden Timo nicht weggeht, weil dann fängt es wieder alles von vorne an einfach. So, ist wie so ein Teufelskreis. Ich weiß, ich bin sehr pessimistisch, aber das ist so gerade zurzeit meine Haltung einfach. Nee, ich finde das schön, dass wir quasi alle, dass wir alle vier aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken können. Ich glaube, das ist auch das Schöne dran. Und dass der eine vielleicht mehr Hoffnung hat oder der andere weniger, ist einfach nur
dann wir sagen, ist ja unsere persönliche Meinung von jedem einfach deswegen. Und ich finde das auch gut, was du gesagt hast mit der ganzen Karten verkaufen und all sowas, wie sinnlos damit Geld gemacht wird. Du bist jemand, der ist ja fast jedes Wochenende im Stadion hier irgendwo deutschlandweit und kommst so einfach in Derby, also was heißt einfach, aber zu regulären Preisen Derbys einfach rein. Und in der Türkei kommst du nur mal zu einem ganz normalen Ligaspiel rein, ohne dass du über den Tisch gezogen bist, was einfach nicht geht. Ey. Das ist, eigentlich müsste man das tatsächlich alles boykottieren und nicht mehr unterstützen. Ich habe der Ono, wir haben zeitgleich was gesehen. Ich hatte das gerade schon hier einmal für euch vorbereitet. Das ist Tete. Und das würde ja meine Aussage bestätigen. Morgen gibt es Tete-Show. Er bereitet sich ja sogar auf das Spiel gegen Bandar mal so vor, als wäre es Champions League. Aber auch ihn nochmal sehen. Adam Schoni, Apajakia, Nabe. Also entweder ist das, weil er transferiert wird, weil er Interesse aus Brasilien ist. Nochmal günstig zum Friseur in der Türkei. Ja, ist ja so, die machen irgendwie alle, bevor sie irgendwie Transfer machen, nochmal zum Friseur, keine Ahnung warum. Nice, ja. Die Kommentare sind auch wirklich Hammer. 500 Euro Kadeke-Etikett, egal ob da hat jemand geschrieben, du musst eine Motivationsrede halten, sonst die Jungs haben mich gebrochen, ehrlich. Ey Jungs, erstmal Bruder, Kimsen ist die Fahrt, Jörg, wenn, dann gehen wir alle. Und Punkt 2, ja, Bille, Michel Jörg. Und Punkt 2, Adamı şeyden hepsini aldınız anasını satayım. Hayattan küsürdünüz. Ulan ben size 5 maçtır taşıdım lan burada. Vallahi. Olmayan, olmayacakları oldurdum lan. Bir maçta beni kesip attınız hemen. Olmayacakları oldu. Ja, ich werde diese Bilder vermissen, wenn Tete uns verlässt, ehrlich. Ach, da gibt es einen anderen Idioten, der den aufregt, bestimmt. Oh, aber könnt ihr bitte das Detail mit, wie er noch mit den Octai-Gruß eingebaut hat, in die Hand, oder ist die schon im Normalen auch da? Hä, die hat er eingebaut? Nein. Warte mal, ist sie im Normalen auch da? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, die ist auch schon dahinter. Die singen ja die Nationalhymne. Nein. Ah, ja, Bro, wäre ich Profi, ich würde jeden dritten Tag zum Berber, aktuell schneide ich sogar Seiten durch. Serhat, du bist noch jung. So, ich muss zum Friseur jahren, bakalım, wenn ich das schaffe. Ich gehe auch morgen, ich habe mir endlich einen Termin gemacht um 16:15 Uhr. Ey, ich auch um 16 Uhr. Zeitgleich in Deutschland. Ja, geil. Nein, John. Nein, es konnte nur bis Freitag nominiert werden. Das ist die Hand von Gorbik. Gott sei Dank ist es die Hand und nicht irgendein anderes Organ oder Körperteil. Ach so, ich bin 33. Okay, dann hast du dich doch gut gehalten, Serhat. Serhat, bist du verheiratet? Ah, Bak, das wäre. Bist du verheiratet, Serhat? Du musst nicht sagen, ob Mann oder Frau. Ey, ganz kurz noch, ne? Mustafa hat den Zahn der Zeit getroffen. Ich behaupte, wenn wir nicht in Istanbul, Prag klären, ne? Wird schwierig, ja, stimmt. Gar, also, wenn du wieder so eine Scheiße abziehst mit, wir holen das schon irgendwie auswärts. Nein, funktioniert nicht. Dann gibt es vielleicht Tickets in Prag, wenn ihr es in Istanbul nicht machen. Aber hast du moralische Angebote? Auch, also ich wollte auch Tickets holen, war natürlich zu spät, ging nicht mehr. Ich bin auch extra Dings, habe mich eingeloggt, habe mir so ein Sparta Prag-Account gemacht, aber... Ich kannte ein Mitglied, der da schon länger angemeldet war, und es durften auch nur Leute die Tickets kaufen, die längeren Zeitraum angemeldet waren bei Sparta Prag. Und ja, der konnte bis zu 5 Tickets besorgen, aber es hat leider nicht funktioniert. Und dann kamen so ein paar Leute, also ja, das ist eigentlich so eine größere Sache, weil ich wirklich, ne, ich habe mich so ein bisschen von Gas halt zurückgezogen, weil ich hab früher gedacht, wir sind alle Galatasaray, Happy Miss Kalesches und so, aber als ich dann so gesehen habe, dass vom Verein Menschen, die bei Galatasaray arbeiten, selber Tickets teuer verkaufen, also zum Beispiel, man darf ja nicht diese Billettransfer machen, Tickettransfer, aber der Verein darf das machen und das machen die eigenen Mitarbeiter einfach. Und das hat so ein bisschen so echt so meine Liebe
zum Verein voll getroffen. Ich konnte das nicht akzeptieren. Und ich werde so schnell auch nicht solche Angebote annehmen. Ne? Es sei denn, wirklich, es ist wirklich, weiß nicht, sowas, so ein unglaubliches Spiel. Aber 100 Spiel das, oder so, ja. Ja, also mich hat es verletzt, weil die wollten 200 Euro für das Ticket, was ich für 60 Euro. Und diese 60 Euro war Kategorie 1. Also das wäre so das teuerste von Sparta Prag gewesen. Deswegen, ja, finde ich das sehr schade einfach, die ganze Situation. Ja. Ich weiß, was Ono gerade denkt. Immer dafür, ne? Also mach das Doppelte. Mach von mir aus das Dreifache. Aber alles, was drüber hinaus ist, ist einfach nur, das ist unmoralisch, das ist ehrenlos, du bist für mich kein Gala-Fan, wenn du so ein Scheiß bist. Bist du auch nicht. Und dann brauchen sie sich nicht wundern, dass wenn du zu Hause spielst, irgendwie keine Stimmung aufkommt, die Leute nicht mitmachen, weil sie die Lieder nicht kennen, anfangen Kerem auszupfeifen oder irgendwelche anderen Sinnloses. Also Fankultur geht da verloren. Du musst es dann halt auch so betrachten, ne? Sagen wir mal, ich bin ja der Deutsch-Türke, der für 500 Euro das Ticket, der so bescheuert ist und wirklich das Geld ausgibt, ne? Sich ein Flug bucht, Hotel bucht und also so quasi mindestens 1000 Euro. Dann musst du auch irgendwann die Relation sehen und sagen, Digga, ich komme hier hin, reiß mir den Arsch auf, muss mir so einen scheiß Fuß. Ich glaube, ich würde dann auch pfeifen. So, also du hast denn, also da muss man halt auch Empathie entwickeln. Wenn du wirklich Fan, das ist denen ja egal. So, weißt so der Verein verdient nichts daran und der sich dumm und dämlich daran verdient, weil er deine Lust ausnutzt, das ist ja einfach nur, weil du Gala magst, nutze ich das aus. Das macht ja Dings Gala mit dem GS-Store, macht das ja mit den Fans genauso. Du kannst ihn so beschissen gestalten, wie du willst. Da hast ein Gala-Logo, die werden das eh kaufen. Das ist ja die Logik. Warum soll ich mir jetzt Mühe geben? Weil die kaufen das eh. Und das macht es halt kaputt. Und Yönetim der Buishinichin, da war es. Und das habe ich jetzt, Mustafa hat das jetzt gesagt. Und du bist jetzt, glaube ich, die dritte Person, die das bestätigt. Dann fahr zur Hölle. Ja, gibt es nicht. Zum Beispiel Galatasaray gegen Manchester United. Ich habe das Ticket gekauft, aber ich konnte eigentlich damit nicht rein, weil Transfer ging ja nicht. Ich sag's einfach mal so, ich bin einfach mit dem Account reingegangen von demjenigen, von dem ich das Ticket bekommen habe. Krass. Und wenn man sich da, wenn man reingeht, dann wird ja so ein Profilbild gezeigt von demjenigen. Und da haben die, also das waren drei Kontrolleure und die haben gesehen, dass ich das nicht bin. Ne? Und dann haben sie sich gegenseitig angeguckt. Und da meint der Mann einfach, lass ihn einfach durch. So. Obwohl man, also man kann ja nicht mal auf legalem Wege es versuchen, es geht gar nicht. Und zum Beispiel sagen wir, du hast einen Kombinett, du kannst es mir nicht mal geben. So, obwohl du es willst. Du musst es zurück dem Verein schicken, damit die es nochmal, keine Ahnung, auf was für Wege es überteuert an irgendwelche Leute verkaufen. Ja, Mustafa, ich finde es, mach doch einfach wie früher. Ganz normal Ticketsystem. Ja. Ich geh zum Abendkasse oder lass mir die vorher reservieren. Pro Person 2 Stück, oldschool einfach. Und wenn ich mit einer Gruppe hingehen will, müssen halt alle meine Freunde sich ein Ticket kaufen. Dann gehst du zur Abendkasse, kaufst dir dein Ticket. Du hast nicht mehr diese Zwischenhändler. Du machst damit so viel alles einfacher. Aber da können wir, glaube ich, auch Stunden drüber sprechen. Ich möchte auch gar nicht mehr noch weiter das ausführen. Wir werden natürlich live gehen im Laufe der Woche. Also wenn es irgendeine Transfermeldung gibt, dann also morgen, wenn wir Lust und Zeit haben und uns gut fühlen, auf jeden Fall nach dem Spiel. Und ansonsten Freitag auf jeden Fall, da ist der Transfer, geht das Transferfenster zu Ende. Und halt irgendwie, wenn unter der Woche noch was passieren sollte, transfertechnisch, dann starten wir auf jeden Fall ein Live. Vielleicht erzählst du noch, was du jetzt die nächsten Wochen machst oder Stadio, dass die Leute, die auf sowas Bock haben, dir folgen können und wo du überall jetzt bist. Und dann würde ich so langsam schließen. Ja, also ich bin Freitag auf jeden Fall in Hamburg. Hamburg gegen Hannover. Vielleicht sehe ich ja den Köln oder vielleicht auch nicht. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich vielleicht auch die vierte Liga vloggen werde. Und zwar werde ich morgen von einem Viertligisten eine Nachricht bekommen, so eine kleine Kooperation, dass ich einfach zusammen mit einem Verein, also über die Blogs mache, auf jeden Fall so ein bisschen so die Bekanntheit noch größer mache. Den Namen sage ich erst, wenn das fix ist. Auf jeden Fall waren sie vor 2 Jahren in der dritten Liga.
krass. Und haben gegen Teams wie Kaiserslautern und Magdeburg gespielt, auf jeden Fall. Ansonsten werde ich zum ersten Mal in meinem Leben in 2 Wochen nach Frankfurt zu einem Basketballspiel gehen, als Journalist und vom Spielfeldrand einfach mal so ein Derby anschauen und versuchen zu vloggen. Frankfurt gegen Gießen. Und Galatasaray werde ich auf jeden Fall auch mal gehen, aber ich muss mich echt voll motivieren, wirklich. Also es ist zurzeit so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, vielleicht Galatasaray, Fenerbahce oder in Europa noch einmal, wenn sie vielleicht weiterkommen. Ja, ansonsten bin ich sehr, sehr viel in Hannover und in Magdeburg. Und wenn euch Stadion-Vlogs oder Stadion-Touren oder auch Interviews interessieren, dann seid ihr alle herzlich eingeladen auf MSTV. Boah, hört sich richtig geil an, Mustafa. Also richtig, richtig geil. Wir bleiben eh in Kontakt. Und Abi, krass, das mit der Kooperation finde ich krass. Aber genau sowas hast du verdient. Ich hoffe, dass das auch genauso funktioniert, wie du dir das vorstellst. Arsenal Sadık, Yüreğine Sadık. Es war uns eine Ehre, immer wieder Ehre. Du weißt, der Laden gehört dir. Immer, wenn du Lust hast oder wenn wir irgendwas tun können, einfach nur sagen. Ich antworte irgendwann schon. Wenn ich nicht antworte, schreib die Jungs an. Am besten Onur. Onur von uns drei. Onur. Ich markiere dich auf Twitter. Ja, eine. aber versprochen, so noch 2-3 Monate, dann hat Ümit auch, sind mehr Frequenzen wieder offen. Ich will unbedingt auf Schalke. Aber ich weiß, das Problem ist, wir sind halt auf Schalke so bekloppt, dass wir auch, wenn wir in der 2. Liga um den Abstieg spielen, immer noch das Stadion ausverkauft ist. Ich habe aber jetzt mit einem Mitglied von einem Fanclub gesprochen und ihm gesagt, dass wir 2 Karten haben wollen und mal gucken, er will mir Bescheid geben. So ist es. Ohne Abjas, weil da möchte ich auch mitkommen, weil ich war auch lange nicht mehr auf Schalke. Da gehen wir zusammen hin. Und sowieso, wenn wir jetzt auch. Ey, da komme ich mit. Ja, Mann. Nach Schalke komme ich mit. Und du kommst da mit, wenn wir nach Arminia gehen. Ja, Arminia war ich noch nie. Komme ich mit. Und im Sommer, Mustafa, wir planen so ein Sommerfest mit der Familie und der Community so. Grillen alle zusammen. Mhm. Da kann man bestimmt auch viel Content rausholen. Da werdet ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen sein. Aber das besprechen wir noch, wenn es soweit ist. Ganz kurz, apropos Sommer, wisst ihr eigentlich, wo die Türkei ihr... Ihr Lager hat? Ja. Nein, weißt du das? In Hannover. Stimmt, Marienfeld. In Hannover? In Hannover. In Basinghausen. Okay, Mustafa, bist du gerade oder? Das ist ein DFB. Wir fahren doch immer in Marienfeld. Abi Ottawa. Hannover in der Region gibt es einen DFB-Stützpunkt, Basinghausen. Ja, und da wird wohl die Türkei sein. Aber ich habe das mal vergessen, wir haben ja die EM. Viele Public Viewings und sowas, was wir machen können. Krank. Freunde, Onur, Uhr, habt ihr noch was ihr kundtun möchtet? Sonst. Nö. Hält mir gerade nicht ein, nein. Freunde, es wird kein Outro geben diesmal. Ich möchte auch diesmal gar nichts fordern, einfach nur danke. Danke an Mustafa und nochmal Allah Rahmet ihr lassen, gedenkt derer, die nicht mehr da sind. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Gerçekten küsstükleri kavga üçgünlük dünya. Das ist das, was mich so abfuckt. So, ne? Meine besten Freunde sind Fenerlis, Beşiktaşlıs, so Sticheleien ist gut, aber so diese Aggression, die macht keinen Spaß mehr. Guck mal, Mustafa hat da nur mal Lust, irgendwie Content drüber zu machen, obwohl er das auch mit aufwertet. Aber das wollen halt Leute nicht haben. Ja. Seid alle Menschen und ja, ich mach das jetzt zu, ohne Outro, ohne gar nichts. Mustafa, ich danke dir von ganzem Herzen und Dankeschön für die Einladung, Dankeschön auf jeden Fall auch an Onur und Ur. Er hat sich eine richtig tolle Freundschaft aufgebaut, auf jeden Fall vor einem Jahr, und wie viele Zuschauer auf jeden Fall dir schon zugucken, ne? Also unglaublich. Wer weiß, wie das nächstes Jahr schon wieder aussieht. Ja, wer weiß, wo wir alle, ob wir nächstes Jahr noch alle leben. Also ich finde das halt einfach nur geil, so wie wir letztes Jahr so da waren und jetzt und alle, ist es einfach, ja, herrschen, heiligste, ne? Mustafa Çoksağ kardeşim, wirklich geil. Danke dir, Bro. Danke euch auch. Dankeschön, Mustafa.
Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.